Ja, einen recht schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich im Salon der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Mein Name ist Dagmar Enkelmann, ich bin die Vorsitzende der Stiftung. Ja, am 13. April wäre Stefan Hermlin 100 Jahre alt geworden. Das ist Anlass für uns, heute an ihn zu erinnern. Stefan Hermlin, und da sage ich Ihnen allen wahrscheinlich nichts Neues, ist einer der bekanntesten Schriftsteller der DDR gewesen. Während der Nazi-Zeit war er im Widerstand. Er ist emigriert, musste emigrieren nach Palästina, nach Frankreich, in die Schweiz. Die Zeit hat, die Zeit hat Anfang der 50er Jahre mal Berichte über ostzonale Schriftsteller, so hieß das, gemacht. Und 1954 einen Bericht zu Stefan Hermlin. Und in diesem Bericht kann man über Stefan Hermlin lesen: Dieser nicht ungepflegte junge Mann, auf den ersten Blick einem Ästheten der heimatlosen Linken eher gleichend als einem fanatischen Kämpfer für den Bolschewismus sowjetischer Prägung, ist ein Dichter. Also Fanatiker war sicher nicht, aber ein glühender Verfechter der neuen Gesellschaft, nämlich einer, so wie er geschrieben hat, solidarischen Gemeinschaft, in denen nicht mehr der eine den anderen beherrschen kann. Ich glaube, Stefan Hermlin hätte gut in unsere linke Woche der Zukunft gepasst mit einem entsprechenden Diskussionsbeitrag. Ja, Stefan Hermlin war Erzähler, Lyriker, Übersetzer. Er engagierte sich aber auch im DDR-Schriftstellerverband, war Vizepräsident des internationalen PEN, also des Autorenverbandes internationalen. Er, ein spätbürgerlicher Schriftsteller, das war übrigens, das hat er selbst von sich gesagt, war überzeugter Kommunist. Dennoch legte er sich das eine oder andere Mal mit der DDR-Staatsführung an, als er zum Beispiel Anfang der 60er Jahre junge Lyrik förderte und dass nicht die Texte offenkundig nicht ganz so angekommen sind, als er die Niederschlagung des Prager Frühlings kritisierte oder als er Protest gegen die Ausweisung von Wolf Biermann organisierte. Er blieb überzeugter Kommunist bis zu seinem Tod 1997. Sein Sohn, André Hermlin, wuchs in einem Elternhaus auf mit interessanten Begegnungen, mit vielen Büchern, mit Musik. Kann man übrigens nachlesen in seiner Autobiografie My Way. Daraus wirst du auch lesen. André hat sich der Musik verschrieben, wie auch sein Sohn David, der in die großen Fußstapfen getreten ist. Beide kann ich hier ganz herzlich begrüßen. Also herzlich willkommen, André Hermlin, David Hermlin. Ja, und ich freue mich genauso wie Sie auf diesen Abend und übergebe jetzt an André. Ja, einen schönen guten Abend. Ich bin natürlich überwältigt über die enorme Teilnahme an dem heutigen Abend. Es reiht sich ein in den Rest der Hermlin-Festspiele, wie meine Mutter und ich das inzwischen nennen. Die waren alle überraschenderweise voll. Man hatte mich ja im Vorfeld darum gebeten, eine Art Laudatio zu halten. Ich finde das irgendwie unpassend für einen Sohn, eine Laudatio zu halten und habe deswegen mich zu etwas anderem entschlossen. Ich lese ein paar kleine Passagen aus einem Buch, zu dem ich vor 4 Jahren überredet wurde vom Aufbau Verlag, das ich allerdings, und das muss man heutzutage ja auch hinzufügen, immerhin schon selbst geschrieben habe. Meine Erinnerung an Paris ist vor allen Dingen eine Erinnerung an den Duft dieser Stadt, ein unerklärlicher Duft, eine Melange aus Bouillabaisse, Rotwein, Abgasen und blühenden Bäumen. Vor fast 4 Jahrzehnten hatte mich dieser Duft zum ersten Mal betört. Unauslöschlich hatte er sich damals in mein Gedächtnis eingebrannt. Ich war keine 6 Jahre alt, als ich mit meinen Eltern nach Paris reiste. Mein Vater hatte die Stadt seit seiner Flucht in die Schweiz im Frühjahr 1943 nicht mehr gesehen. Wir bewohnten ein winziges Zimmer im Dachgeschoss eines einfachen Hotels, unweit des Boulevard Saint-Germain, also dort, wo mein Vater, der Emigrant aus Berlin, vor dem Einmarsch der Deutschen gelebt hatte.
Ein flirrender blauer Sommerhimmel wölbte sich über der Stadt und wir spazierten durch die überfüllten Straßen mit ihren kleinen Antiquariaten, den Zeitungskiosken und Brasserien. Gleich am ersten Tag beschloss mein Vater, meine Mutter und mich zum Austernessen in ein kleines Eckrestaurant auszuführen. 2 halbe Dutzend wurden bestellt. Mein Vater ermunterte mich, ein Exemplar zu probieren. Fassungslos betrachteten meine Eltern in den folgenden Minuten ihren kleinen Sohn, denn ich verschlang 1/2 Dutzend ganz und ein anderes zur Hälfte. Wir fuhren in den Bois de Boulogne. Ich wurde nicht müde, Karussell zu fahren. Ich saß in einem hellblauen Flugzeug, das auf Knopfdruck stieg oder sank. Meine Eltern bemühten sich verzweifelt, mich fortzulocken. Sie sprachen von anderen, atemberaubenden Attraktionen. Aber ich hatte nur Augen für mein hellblaues Flugzeug. In einem Souvenirgeschäft kaufte mein Vater mir einen elfenbeinfarbenen Soldaten. Er trug eine Uniform aus der Zeit der Französischen Revolution. Die Fahne, die er hielt, färbte mein Vater mit Buntstiften, die ich ihm lieh. Noch immer besitze ich diese kleine Figur. Die Trikolore ist kaum verblasst. Hin und wieder besuchte mein Vater Freunde, die er lange nicht gesehen hatte. Dann spazierte ich allein mit meiner Mutter durch das Viertel, in dem unser Hotel lag, und versuchte mit wechselndem Erfolg, sie zum Kauf von Spielzeugautomobilen zu bewegen. Anfangs fühlte ich mich unsicher mit meiner Mutter in dieser großen Stadt, denn ich wusste, dass sie nicht Französisch sprach. Jedenfalls nahm ich das an. Allerdings stellte ich bald verblüfft fest, dass ich meine Mutter mit den Parisern bestens verständigen konnte und in jedem Augenblick Herrin der Lage war. Wir besuchten Pierre Berthaud, einen bekannten Germanisten und Freund meines Vaters. Er besaß einen winzigen Hund, in den ich mich sofort verliebte. Über Stunden tollte ich mit dem Hund durch das große Haus und den Garten und bestand beim Abschied darauf, dass wir Pierre Berthaud vor unserer Abreise aus Paris noch einmal aufsuchten. Die Visite bei einem anderen Bekannten meiner Eltern, dem berühmten Dichter Josef Breitbach, einige Tage später, hätte uns allerdings leicht das Leben kosten können. Breitbach war überaus wohlhabend und bewohnte ein großzügiges Appartement in einem eleganten Mietshaus im Zentrum der Stadt. Breitbach hatte nach unserem mehrstündigen Beisammensein darauf bestanden, uns zum Abschied hinaus zu begleiten. Gemeinsam fuhren wir in dem alten, gusseisernen Lift hinunter ins Foyer. Kaum dort angelangt, wurde der Fahrstuhl nach oben gerufen. Bald darauf vernahmen wir ein lautes, rasselndes Geräusch. Mit ohrenbetäubendem Getöse schlug die Kabine vor unseren Augen auf dem Boden auf und verschwand in einer Staubwolke. Breitbach war gezwungen, die Stufen bis zu seiner Wohnung im 4. Stock hinaufzusteigen, während wir, noch immer vor Schreck zitternd, auf die Straße traten. Am folgenden Tag besuchten wir den Louvre. Ich sollte endlich die Mona Lisa sehen, von der meine Eltern schon so oft gesprochen hatten. Ich war enttäuscht. Das Bild war kleiner als erwartet. Es war hinter einer dicken Glasscheibe verborgen und das Wachpersonal gestattete dem Publikum ganze 30 Sekunden, um die Mona Lisa zu betrachten. Christa Wolf und ihr Mann Gerhard reisten bald darauf, wie verabredet, aus Berlin an. Mit ihnen verbrachten wir einige Zeit, gemeinsam spazierten wir über die Pariser Boulevards und stiegen die berühmten Treppen hinauf zum Montmartre. Meine Mutter ließ dort oben einen Scherenschnitt ihres Sohnes anfertigen. Ich musste lange stillsitzen, was mir missfiel. Aber das Resultat fand großen Anklang bei meinen Eltern und den Wolfs. Eines Abends kleideten sich meine Mutter und mein Vater eleganter als sonst. Wir nahmen ein Taxi. Meine Eltern erklärten mir auf dem Weg, wir führen zu einem Freund, der Papa zu sehen wünsche. Das Taxi hielt vor einem großen Palais. Während wir durch das Tor schritten, sagte man mir, dies sei die chilenische Botschaft. An der Tür begrüßte uns der Botschafter. Er hatte ein großes Gesicht, jedenfalls schien es mir so. Ich konnte den Blick nicht von seiner gebogenen Nase wenden, während er mit meinen Eltern sprach. Hin und wieder fiel der Name Salvador Allende. Mein Vater raunte mir zu, dies sei der neue Präsident Chiles. Er sei ein Freund des Botschafters. Der Botschafter schien sich über unseren Besuch zu freuen.
Irgendwann nach dem Essen fiel sein Blick auf mich. Er nahm meine Hand und führte mich durch die Residenz. Er besaß eine große Sammlung von Galionsfiguren alter Segelschiffe. Vor jedem Einzelnen hielt er und erklärte sie mir in einer Sprache, die ich nicht verstand. Ich sah ihn an und beschloss, sein Gesicht nicht zu vergessen. Zur Peterstunde verabschiedeten wir uns. Als wir in das Taxi stiegen, sagte mein Vater zu mir, das war Pablo Neruda. Später erfuhr ich, dass mein Vater Neruda seit langem gekannt, dass er seine Dichtung ins Deutsche übertragen hatte und dass beide eine Freundschaft verband. Pablo Neruda hatte einen Gedichtband in einer nummerierten Auflage von nur wenigen Exemplaren drucken und diese dann an seine besten Freunde versenden lassen. Mein Vater war einer der Beschenkten gewesen. 2 Jahre waren vergangen. Ich war nun Schüler der 2. Klasse, eben erst hatte das Schuljahr begonnen. Eines Nachmittags spielte ich in meinem Zimmer, als ich unvermittelt einen hellen Schrei hörte. Ich lief die Treppe hinunter. Meine Mutter stand vor dem Fernsehapparat und hatte beide Hände vor das Gesicht geschlagen. Ich sah Panzer in den Straßen einer Stadt, die ich nicht kannte. Meine Mutter weinte. Allende ist tot. Und was wird jetzt aus Pablo? Fragte ich. Seit meiner Kindheit wusste ich, dass mein Vater sich um Menschen bemühte, die in der DDR in Schwierigkeiten geraten waren. Regelmäßig erhielten wir die neuesten Ausgaben des Journals von Amnesty International und die Berichte von Writers in Prison, einer Unterorganisation des PEN, die sich um inhaftierte Schriftsteller in allen Teilen der Welt kümmerte. Briefe trafen ein von Menschen, die sich ungerecht behandelt fühlten, denen der Staat Reisen oder ein Studium verweigerte oder deren Freunde gar in Haft geraten waren. Von Zeit zu Zeit verabredete sich mein Vater dann mit Erich Honecker, dem er eine Liste mit Namen überreichte. Fast immer gab der Generalsekretär den Gesuchen meines Vaters statt. Dankbar zu sein, sich jemandem verpflichtet zu fühlen zu müssen, haben einige Petenten nicht ausgehalten. Kaum waren sie aus dem Gefängnis entlassen und am Ort ihrer Wünsche angelangt, bewarfen sie den, der ihnen geholfen hatte, mit Schmutz. Mein Vater zeigte sich davon nach außen unbeeindruckt. Er setzte seine Bemühungen einfach fort, als wäre nichts gewesen. Manches Mal baten befreundete Autoren aus dem Westen meinen Vater um Unterstützung. Ich erinnere mich an einen Anruf Heinrich Bölls Anfang 1985. Ein Wissenschaftler war in der DDR verhaftet worden. Mein Vater schrieb noch am selben Tag ein Gesuch, das ich dann in seinem Auftrag am Sitz des Zentralkomitees ablieferte. C war der Kampf meines Vaters gegen die Zensur. Bücher von Stefan Heim oder Friedrich Nietzsche erschienen, weil mein Vater sich beharrlich für deren Veröffentlichung eingesetzt hatte. Er feierte jedes auf diese Weise publizierte Buch als einen Sieg über die Zensur in der DDR. Er hoffte auf eine allmähliche Besserung der Lage, auf eine größere Freizügigkeit in der Kulturpolitik. Aber es blieben isolierte Erfolge, die, wie auch die humanitären Bemühungen, an den bestehenden Verhältnissen selbst nichts zu ändern vermochten, sie nur hier und da etwas erträglicher machten. Ich bewunderte die stoische Haltung, die mein Vater in diesen Kämpfen einnahm und die scheinbar durch nichts zu erschüttern war. Eines Tages erschien eine aufgelöste Frau mit einem Kinderwagen bei uns. Sie bat inständig darum, meinen Vater sprechen zu können. Meine Mutter erwiderte, sie möge telefonisch einen Termin ausmachen, es wäre ja wohl keine Sache auf Leben und Tod. Doch, sagte die Frau. Mein Vater empfing sie schließlich und erfuhr, dass sie sich einige Zeit zuvor in einen Vietnamesen verliebt hatte. Vor ein paar Monaten war ihr gemeinsamer Sohn zur Welt gekommen. Nun aber hatten ihr die Behörden mitgeteilt, ihr Lebensgefährte habe in Kürze in sein Heimatland zurückzukehren. Die Frau gab sich als tief religiöse Protestantin zu erkennen und bat meinen Vater verzweifelt um Beistand. Seine Intervention hatte, wie wir später erfuhren, Erfolg gehabt. Von der Frau selbst aber hörten wir jahrelang nichts.
Dann erhielten wir plötzlich einen Brief. Ihm waren zwei Fotografien beigefügt. Auf dem ersten Bild war ein etwa 7-jähriger Junge zu sehen. Darauf hatte seine Mutter notiert: Ohne sie hätte dieser Junge keinen Vater. Auf der anderen Fotografie hielt sie ihre kleine Tochter im Arm. Ohne sie würde es dieses Mädchen nicht geben. Ich sitze mit meinen Eltern am Frühstückstisch. Mein Vater liest Le Monde. Meine Mutter hat gerade frischen Kaffee in ihre Tasse gegossen. Ich sehe meinen Vater an. Ich möchte nicht vor euch sterben. Entschuldigung. Ich möchte vor euch sterben. Mein Vater lässt die Zeitung sinken. Meine Mutter sieht mich mit weit aufgerissenen Augen an. Wie kommst du denn darauf? Sie scheint erschrocken zu sein über das, was sie da eben gehört hat. Ich könnte es nicht ertragen, wenn ihr nicht mehr da seid. Ich will nicht ohne euch sein. Deshalb will ich vor euch sterben, beharre ich. Meine Eltern bemühen sich redlich, mich von meinem Gedanken abzubringen, aber es ist zwecklos. Ich bin 7 und ich weiß, wovon ich rede. Ein Vierteljahrhundert später, im März 1997, ist ein lang verloren geglaubter Freund bei meinem Vater zu Gast. Fragen Heinrich ist da, hatte ich meinen Vater zugerufen, als es an der Tür klopfte. Viele Jahre haben sich die beiden nicht gesehen. Meine Mutter hatte Heinrich Viertel vor einigen Wochen endlich ausfindig machen können. Nun sitzen sie zusammen und erinnern sich an ihre gemeinsame Zeit in Berlin, im KJVD, an die Saalschlachten, damals, 1931, 32. Nach 2 Stunden verabschiedet sich Fragen Heinrich. Mein Vater steht noch einige Augenblicke neben ihm in der Mitte des Zimmers. Er wirkt müde. Ich sehe ihn an und frage mich, wie lange habe ich ihn noch? In den letzten Tagen des März, der kalte, ungewöhnlich lange Winter hatte sich immer noch nicht verzogen, besuche ich meine Eltern. Ich gerate in eine Diskussion mit meiner Mutter, deren russischen Freundin Tanja seit einiger Zeit der Esoterik anhängt. Ich habe den festen Verdacht, meine Mutter geriete zunehmend unter ihren Einfluss. Ich versuche ihr die Absurdität ihrer Annahmen von übersinnlichen Existenzen oder Traumwelten vor Augen zu führen. Doch meine Mutter scheint sich von meinen Argumenten in ihrem Glauben nicht erschüttern zu lassen. Hilfesuchend wende ich mich schließlich an meinen Vater. Nun sag du doch etwas zu diesem Unfug. Mein Vater sieht mich mit mildem Blick an. Ach, was soll ich sagen? Wer weiß das schon so genau? Einige Tage vergehen. Am Abend des 6. April stehe ich mit einem Freund am Kurfürstendamm, als sein Telefon läutet. Mein Freund wechselt einige Worte mit dem Anrufer, dann reicht er mir das Telefon. Hier, es ist für dich. Ich nehme das Telefon. Es ist meine Frau. Sie weint. Dein Vater, sagt sie. Was ist mit ihm? Er ist tot, sagt sie. Es ist vorbei. Komm nach Haus. Ich lege auf. Mein Freund sieht mich mit sorgenvollem Gesicht an. Was ist passiert? Mein Vater ist tot, sage ich mit tonloser Stimme. Ich bin ganz ruhig. Ich weiß, ich kann nichts mehr tun. Ich fahre nach Hause. Ich fahre nicht schnell, aber ich fahre ohne anzuhalten. Ganz gleich, was die Ampeln anzeigen. Unser Haus ist hell erleuchtet. Es wirkt plötzlich fremd und kalt, als wäre alles Leben aus ihm gewichen. Sie tragen ihn hinaus. Er wird nie wieder hierher zurückkehren, schießt es mir durch den Kopf. Nie wieder. Nichts mehr scheint nun noch einen Wert zu besitzen. Mir ist, als gäbe es keine Zukunft mehr für mich. Kein Glück, keine schmerzlose Zeit. In der Nacht träume ich von einem Spiegel. Er hängt an der Wand in einem weißen Raum. Ich muss wohl schon einige Zeit dort sein. Ich sehe in das Abbild meines Gesichts, doch etwas Seltsames scheint damit zu geschehen. Die Konturen verschwimmen, lösen sich förmlich auf. An die Stelle des alten Bildes tritt allmählich, fast unmerklich, ein neues.
Die Gesichtszüge verschmelzen miteinander und dann blicke ich voller Erstaunen in das Antlitz meines Vaters. Am Morgen schrecke ich aus dem Schlaf. Ich weiß von jedem Detail meines Traumes. Ich spreche mit niemandem darüber, auch nicht mit meiner Mutter. In der folgenden Nacht kehre ich im Traum in unser Haus zurück. Es ist hell, aber nicht mehr kalt, nicht mehr fremd. Ich gehe die Treppe hinauf, ich weiß, da ist er, schon sehe ich ihn, meinen Vater, er tritt aus dem Zimmer, ich weiß, er ist tot, aber ich bin nicht erstaunt, denn ich weiß etwas, was niemand weiß, auch meine Mutter nicht. Mein Vater sieht mich an, er lächelt, wortlos sagt er, ich muss gehen. Er wendet sich nach links, er betritt das Schlafzimmer. Er geht auf das Bücherregal zu, er tritt hinter das Regal. Ich laufe ihm nach und dann sehe ich, wie er allmählich in einem hellen, warmen Nebel entschwindet. Meine Damen und Herren, ich habe die schöne Aufgabe, Sie durch diesen Abend zu führen. Mein Mikrofon ist nicht an, aber das wird sich im Laufe des Abends noch ändern. Hier vorne ist noch ein Platz frei, nebenbei gesagt. Wir haben Andrea Mlin zugehört und wollen diesen Abend fortsetzen mit einem Blick in das Werk von Stefan Hermlin. Aus verschiedenen Zeiten, aus verschiedenen Werken lesen Wiebke Frost. Zuletzt war sie engagiert am Frankfurt am Main und Andreas Keller vom Schauspiel in Leipzig, wenn ich Sie bitten darf. Ihre Mikrofone sind hoffentlich besser als das meine. Willkommen bei uns. In den Kämpfen dieser Zeit, Rede vor dem Schriftstellerkongress Mai 1978. In den Kämpfen der Zeit erblickt der Schriftsteller die Zeit selbst zuweilen als einen Verbündeten, als ein hohes Segel, unter dem er mitgerissen in die Zukunft fährt. Es sind glückliche Momente, ich habe sie erlebt. Aber die Zeit kann ein anderes, ein mehrdeutiges, ein gefährliches Antlitz zeigen. Wir leben in einer Epoche, in der neue Bedrohungen die alten, noch nicht gebannten übergipfeln. Es kann geschehen, dass dem Schriftsteller von überall her der Ruf entgegenklingt, er sei unbequem, überflüssig. Er halte die Leute von der wirklichen Arbeit ab. Auch für diese Stunden sollte er vorbereitet sein. Ein Schriftsteller, der seine Herkunft, die Tradition, in der er steht, nicht kennt, bezieht in den Kämpfen der Zeit keine sichere Position. Ich bin ein spätbürgerlicher Schriftsteller. Was könnte ich als Schriftsteller auch anderes sein? Ich hörte nicht auf, einer zu sein, während ich Jahrzehnte hindurch Kommunist war und blieb. Meine Herkunft ist übrigens die gleiche wie die meiner Vorbilder, der meisten Vorkämpfer des Sozialismus. Über die kulturellen Leistungen des europäischen Bürgertums in 6 Jahrhunderten muss man nicht reden. Aber die Ära des Spätbürgertums, die vielen Voraussagungen zum Trotz, seit nahezu einem Jahrhundert nicht enden will, hat höchst Bedeutendes und für die künftige Gesellschaft Unentbehrliches hervorgebracht. Ich erinnere mich an Hans Eislers Rede über Arnold Schönberg. Er nannte die Epoche des Spätbürgertums eine Abendröte und, fügte er hinzu, welch eine Abendröte. Wenn ich diese Herkunft verleugnen oder verdrängen würde, müsste ich mich selbst verlieren und könnte demnach für etwas anderes, Neues, gar nicht nachhaltig eintreten. So bin ich denn ein deutscher Schriftsteller. Ich sei nur immer, wer ich sei, verbunden mit allem, im Positiven wie im Negativen. Was deutsch geschrieben wurde,
und Deutsch geschrieben wird. Zur Lage Oktober 1992. Die Zeit kaprizierte sich auf historische Reminiszenzen. Vor den deutschen Autodafés des 10. Mai 1933 hatte es ein Jahrhundert früher die Bücherverbrennungen deutscher Studenten gegeben, die sich für Revolutionäre hielten. Revolutionen in Deutschland besitzen die Eigentümlichkeit, gelegentlich Konterrevolutionen aufs Haar zu gleichen. Dazu gehört ihre Neigung zum Vernichten von Büchern, die natürlich auch von Tendenzen der freien Marktwirtschaft befördert wird. Die Autoren der früheren DDR haben das ausgiebig zu spüren bekommen. Allerdings handelte es sich in den vergangenen 3 Jahren weniger um Verbrennen, was unliebsame Erinnerungen zu wecken geeignet war. Nein, man beförderte Bücher von Marx bis zu Anna Segers schlankweg auf den Müll. Zu Zehntausenden, wo sie manchmal von hartnäckigen Lesewilligen abgeholt und nach Hause getragen wurde. Ich hatte kein verbrannter Autor von 1933 sein können, aus dem einfachen Grund, dass ich damals noch kein Autor war. Nun hatte ich die Gelegenheit, ein Erlebnis nachzuholen, das so mancher Vorgänger gehabt hatte. Ein Unbekannter schenkte mir in Stuttgart anlässlich einer Lesung eines meiner Bücher, das er, wie er mir sagte, einige Tage zuvor in Berlin aus der Gosse einer Straße aufgehoben hatte. Hinter dem Titelblatt befand sich ein Stempel: Bibliothek des Zentralkomitees der SED. Und daneben ein zweiter Stempel: Ausgesondert. Dieser zweite stand da mit vollem Recht, denn die am Ende des Bandes eingeklebte Lesekarte wies aus, dass das Buch nicht einen einzigen Leser gehabt hatte. Dass es dann auf der Straße gelandet war, halte ich für logisch. Die Deplatziertheit eines Schriftstellers im Lande seiner Herkunft kann nicht deutlicher ausgedrückt werden. Weitaus wichtiger Autoren, als ich einer bin, haben diese Erfahrung lange vor mir gemacht. Abendlicht. Im Sommer 1931 fiel mir auf meinem täglichen Schulweg eine kleine Menschenversammlung vor den beiden Schaufenstern eines Zeitungsvertriebs auf. Ich trat hinzu und blieb eine Weile stehen, nachdem ich bemerkt hatte, dass die Leute in eine politische Diskussion vertieft waren. In den Schaufenstern hingen nebeneinander die Titelblätter der Berliner Zeitungen vom nationalsozialistischen Angriff bis zur kommunistischen Roten Fahne. Die Gruppe von Männern bestand aus Arbeitslosen. Die geringe Unterstützung, die sie erhielten, erlaubte den meisten nicht, sich eine Tageszeitung zu kaufen. Hier konnten sie durch die Scheiben des Ladens wenigstens die wichtigsten Nachrichten lesen. Es wurde mir zur Gewohnheit, täglich an dieser Stelle stehen zu bleiben und den Gesprächen, die manchmal hitzig wurden, zu folgen. Ich konnte leicht erkennen, dass die Diskutierenden 3 Gruppen zuzurechnen waren. Es waren Sozialdemokraten, Kommunisten oder Nationalsozialisten. Vertreter anderer Meinungen gab es nicht. So gut wie alle Männer, die ihre Zeit vor dem Zeitungsvertrieb verbrachten, waren Arbeiter oder kleine Angestellte. Sie interessierten sich kaum für das, was mich bisher interessiert hatte. Sie wussten nichts davon. Aber ich fühlte, dass sie vieles kannten, was mir verborgen geblieben war. Hölderlin 1944. Einer der schrecklichsten Aspekte der Kunst besteht in ihrer Verwendbarkeit, die umso größer ist, je mehr wir es mit bedeutender Kunst zu tun haben. Man kann sich gegen diese Evidenz wehren, man kann von Missverständnissen reden, leugnen kann man sie nicht. Auf kuriose Art hat die Kunst etwas gemein mit gewissen Fahnen, gewissen Nationalhymnen. Während des Krieges war ich eine Weile in der kleinen französischen Stadt Guéret im Département Creuse, wo die faschistische Légion de Volontaires contre le Bolschewisme in Garnison lag. Jeden Tag sah ich die Freiwilligen zu ihren Übungen ausrücken, vor ihrem Abmarsch an die Ostfront. Sie trugen deutsche Uniformen mit blau-weiß-roten Wappen am Oberarm.
Über ihnen wehte die Trikolore und sie sangen die Marseillaise. Die Hymne und die Fahne waren Schöpfung der großen Revolution des 18. Jahrhunderts. Sie waren Hymne und Fahne jener, die die Revolution niederschlugen. Sie wurden Hymne und Fahne des Kaiserreiches. Sie blieben bestehen unter mancherlei weiteren Revolutionen, Republiken und einem weiteren Kaiserreich. Nur einmal, für kurze Zeit, blühten noch einmal die weißen Lilien der Bourbonen auf. Aber Hymne und Fahne überdauerten manchen Frieden, manchen Krieg. Und sie waren damals, vor etwa 40 Jahren, Fahne und Hymne der getreuen Diener Hitlers in Frankreich, wie jener, die unter General de Gaulle für die Freiheit kämpften. Ich bemerkte, dass Sozialdemokraten und Kommunisten, wenn sie auch einander immer wieder mit ironischen oder gehässigen Bemerkungen bedachten, gegenüber den Nationalsozialisten ziemlich einig waren. Von den Argumenten, welche die drei Gruppen vorbrachten, überzeugten mich die der Kommunisten am meisten. Auch gefielen mir die Kommunisten, die ich täglich sah. Sie hatten, obwohl es ihnen offensichtlich nicht gut ging, etwas Freudiges, Zuversichtliches an sich. Ich fühlte, wie ich blass wurde, als einer von ihnen mich eines Tages ansprach. Es war nur wenige Tage vor dem Beginn der Sommerferien. Zwar war ich manchmal von Blicken, Gleichgültigen oder Wohlmeinenden gestreift worden, aber hier trat jemand auf mich zu. Zwei blassblaue Augen sahen mir gerade ins Gesicht und eine Stimme sagte: Na, was bist denn du für einer? Bist wohl Gymnasiast, wa? Die Stimme klang ironisch, aber keinesfalls feindselig. Ihr Klang war metallisch, aber man dachte, wenn man sie hörte, nicht an ein edles Metall, eher an das Scheppern von Blech. Aus der Stimme hörte man den Willen, sich nichts vormachen zu lassen. Sie war wach, illusionslos, tapfer, unschön. Ich liebte die Berliner Stimmen. Auch Melancholie klang in ihr. Eine Melancholie, die sich selber nicht wahrhaben will. In diesem Augenblick, als der Fremde mich anredete, kämpfte in mir die Empörung über das plötzliche und selbstverständliche Du mit einer rätselhaften Freude. Ich gab Auskunft über mich. Ja, ich besuche das und das Gymnasium, ich wohne dort und dort, ich sei gegen die Faschisten. Wir wechselten noch ein paar Worte, ehe der Fremde plötzlich fragte: Na, wie ist es? Willst du bei uns Mitglied werden? Er hatte aus seiner Jackentasche einen Zettel gezogen, ein zerdrücktes, nicht sehr sauberes Blatt, das er mir hinhielt. Der Zettel war nicht gedruckt, er war in verwischten, blassen Lettern auf einem Abziehapparat hergestellt worden und bekundete, der Unterzeichner sei von jetzt an Mitglied der Kommunistischen Jugendverbandes Deutschlands. Die Straße drehte sich langsam und unaufhörlich um mich. Man kennt die Wochenschaubilder, die einen großen Dirigenten zeigen, mit dem besten Orchester der Welt. Und er dirigiert die 9. Symphonie. Und zwar gerade den Schlusschor, mitten im Kriege in Berlin. Die Kamera zeigt hauptsächlich den Dirigenten, die Philharmoniker und den Chor. Sie zeigt auch den Minister Goebbels, hohe SS-Offiziere und das übrige Publikum. Was geht da vor? Was spielt sich hinter diesen Stirnen ab? Man darf es sich fragen und weiß doch keine Antwort. Natürlich wäre es möglich, dass Furtwängler gegen die beiden Hakenkreuzfahnen andirigiert, die links und rechts über dem Orchester hängen. Aber jene Zeile etwa, alle Menschen werden Brüder, die allein ausgereicht hätte, den Autor, wäre er ein Zeitgenosse gewesen, zumindest aus der Reichsschrifttumskammer auszuschließen, wie kann sie in Zeit und Raum ihre Rechtfertigung gefunden haben? Von einigen im Saal möchte man noch im Nachhinein hoffen, dass sie verstanden wurde, wie sie gemeint war, von jenen einzelnen Einsamen, die in Schiller und Beethoven die Spiegelung ihrer eigenen verweigernden Position erblickten. Aber viele andere hätten einem erklären können, dass ja Schiller ausdrücklich von Menschen sprach und nicht von jenen Untermenschen,
deren Vernichtung gerade erst die Möglichkeit erschließen würde, dass alle Menschen endlich Brüder werden könnten. Zu den vielen wären weitere, sicherlich die Mehrheit hinzugekommen, für die der Genuss der 9. Symphonie, in welchem Augenblick auch immer, ungetrübt ist und sein wird, weil die Sphäre der Tiefe angehört, also nicht befragt, sondern hingenommen wird, weil der Tiefe alles erlaubt ist, auch das Undeutbare, weil im Gegenteil Tiefe erst zu finden ist, wo nicht mehr die Neigung zum Deuten besteht. Und wir sehen die letzten Bilder der Wochenschau, wie die erschütterte Zustimmung der einzelnen Einsamen mit dem Applaus der vielen anderen und des Ministers zu einer gemeinsamen Huldigung für Komponist und Textdichter, Dirigent und Orchester wird. Schweife ich nicht ab? Ich wusste damals nicht, was alles ich unterschrieb. Die Verpflichtung, mit den Unterdrückten in einer Front zu kämpfen, von vielen, die mir bis dahin vertraut gewesen waren, als Feind behandelt zu werden, beharrlich, kaltblütig, verschwiegen zu sein, zu lernen und das Erlernte weiterzugeben, Prüfungen verschiedener Art zu ertragen, den Sinn höher zu stellen als das Wort. Oft habe ich mich später fragen müssen, aus welchem Grunde ich an dieser Unterschrift auf einem unansehnlichen Zettel festhielt, als ich um mich so viele sah, die ihre Unterschrift widerrufen oder einfach vergessen hatten. Auch ich lernte Augenblicke kennen, in denen eine Stimme, die sich wie die Stimme einer Vernunft anhörte, mir zuredete, könne denn diese Unterschrift noch gelten, in der ein später so oft enttäuschter guter Wille gelegen habe? Sei ich, könne ich überhaupt noch derselbe sein, der damals unterschrieben hatte? Aber eine andere Stimme erhob sich hartnäckig gegen die erste. Der Kampf der Unterdrückten sei der Kampf der Unterdrückten, auch wenn neuerlich Hoffart und Dünkel, Verachtung und Beharren im Irrtum sichtbar würden. Der Kampf führe zu neuen Bedrückungen, selbst zu Untaten, er dauere ewig. Aber er trage auch das edle Siegel des Strebens nach Menschlichkeit, nach Freiheit und Gleichheit für alle. Gleichzeitig empfand ich, dass ich das Beste in mir aufgeben müsste, wenn ich je meine Unterschrift, die ich um die Mittagszeit eines beliebigen Tages in einer beliebigen Berliner Straße geleistet hatte, als nicht mehr gültig betrachten würde. Nach dem Krieg traf ich eine Jugendfreundin wieder. Wir hatten uns 15 Jahre nicht gesehen. Wir verbrachten einen Nachmittag und einen Abend im Gespräch. Man habe nichts gewusst, nichts geahnt, sagte sie mir, wenn ihr doch nur ein weniges von den Verbrechen bekannt geworden wäre, von denen sie nach dem Krieg erfahren hatte. Ich erinnerte sie an meinen Freund H., der 2 Wochen in einem SA-Keller festgehalten und dann zu mir geflüchtet war. Sie war dabei gewesen, als H. in meinem Zimmer das Hemd auszog, um uns seinen von Schlägen geschwärzten Rücken zu zeigen. Ich weiß noch, wie sich ihr Gesicht, nachdem ich ihr die Szene ins Gedächtnis zurückgerufen hatte, veränderte. Ihr schöner Blick, der mich manchmal bezaubert hatte, glich dem einer schlaftrunkenen, nur allmählich erwachenden. Ich hörte ihre wie von weit her kommende, stockende Stimme. Aber natürlich, du hast recht, ich erinnere mich. In mir kämpften Mitleid und Grauen. Ich verabschiedete mich. Die Unterwerfung hatte 1000 Gesichter. Nicht nur die Überläufer wurden sichtbar, die wiederum in verschiedene Kategorien zerfielen. Denn den einen, schlichteren, war es wie Schuppen von den Augen gefallen, während andere, die man als Angehörige einer demokratischen Partei gekannt hatte, das zweite Parteibuch aus der Tasche zogen, welches sie als jahrelang bewährte Kämpfer für die siegreiche Erhebung auswies. Sichtbar wurden auch jene, die ihre lange zur Schau gestellte Überzeugung an den Nagel hängten, wie man einen Sommeranzug zum Überwintern aufhängt, wobei sie einem augenzwinkernd versicherten, man dürfe auf sie zählen, wenn es einmal soweit sein würde.
von meinen Schulkameraden, unter denen ich kaum Freunde besaß, weil wir durch gegensätzliche Anschauungen allzu tief getrennt waren, sah ich nach dem Abitur nur noch wenige und dann meist zufällig. Für Götz von R., den Sohn eines Reichswehrgenerals, empfand ich Sympathie. Er war kleiner als ich, hatte ein rundes, fröhliches Gesicht und spottete gern über die Nationalsozialisten. Den Kommunisten galt sein Spott nicht. Er nahm sie ernst, bezeichnete sich als ihren Gegner, interessierte sich aber für marxistische Theorie und besonders für die Sowjetunion, die sein Vater gut kannte. Er war einer jener hohen Offiziere, die Kontakt zur Roten Armee gehabt hatten. Götz von R. hielt ein Bündnis Deutschlands mit Russland für lebenswichtig, unbeschadet des in Russland herrschenden Regimes. Ich gab ihm vor dem Machtantritt Hitlers ständig den Aufbruch zu lesen, welcher von ehemaligen Offizieren oder Rechtsaktivisten herausgegeben wurde, die Kommunisten geworden waren. Unter den Herausgebern waren der frühere Reichsfreikorpsführer Beppo Römer und die Schriftsteller Ludwig Renn und Bodo Uhse, Menschen, die ich nach und nach persönlich kennenlernte. Die Umstände bewirkten, dass ich Götz von R. bald aus den Augen verlor. Bei unserem letzten Zusammentreffen bot er mir an, mich im Hause seiner Eltern zu verstecken, wenn ich in Gefahr sei. Ich lachte und dankte ihm. Im letzten Kriegsjahr hörte ich nachts im Londoner Rundfunk seinen Namen. Die amerikanische Marine hatte im Laufe des Tages ein deutsches U-Boot versenkt. Der Kommandant, Kapitänleutnant Götz von R., war in Gefangenschaft geraten. Zu B. hatte ich eine merkwürdige Beziehung. Er war der Sohn eines im Ersten Weltkrieg gefallenen Offiziers. Seine vermögenslose Mutter brachte große Opfer, um ihm den Schulbesuch und eine musikalische Ausbildung zu ermöglichen. Er war um die gleiche Zeit Mitglied der Hitlerjugend und der SA geworden, da ich als einziger Schüler des Gymnasiums dem kommunistischen Jugendverband beigetreten war. B. hasste Marxisten, Juden und Ausländer. Außerdem spielte er als Schüler Wilhelm Kempfs glänzend Klavier. Es war einmal zwischen uns kurz zu Tätlichkeiten gekommen. Weil ich aber boxen konnte und ihn in seine Schranken verwies, verhielt er sich mir gegenüber später friedlich. Er gehörte zu jenen zahlreichen, hündischen Naturen, die nur im Rudel Mut schöpfen und gefährlich werden. Es sollte nicht mehr lange dauern, bis diese Rudel unter dem Absingen von »Wenn das Judenblut vom Messer spritzt, geht's uns noch mal so gut« Deutschland beherrschten. Noch war es nicht ganz so weit und wir unterhielten uns oft und eindringlich über musikalische Dinge. Im Frühjahr 1935 begegneten wir uns mehrfach an einigen Abenden, in deren Verlauf Claudio Arau das gesamte Bachsche Klavierwerk spielte. Arau, der gemeinsam mit meinem Lehrer mehrmals öffentlich gespielt hatte, zählte zu den ganz wenigen ausländischen Musikern, die in Deutschland damals noch zu hören waren. In den Pausen unterhielt ich mich mit B. Die herrschenden Verhältnisse hatten es ihm möglich gemacht, sich endlich an mir zu rächen. Aber er änderte sein Verhalten nicht, seit wir uns nach dem Abitur voneinander verabschiedet hatten. Wir diskutierten darüber, ob es angebracht sei, gewisse Figurationen legato zu spielen. Dabei sah ich den trüben, hassvollen Blick seiner kleinen, schrägstehenden Augen auf mich gerichtet. Zum ersten Mal dachte ich über den wirklichen und den scheinbaren Waffenstillstand nach, den große Kunstwerke zwischen unerbittlichen, aber gleichermaßen kunsterfahrenen Gegnern oder Feinden herzustellen vermögen. Ich traf auch später noch einige Male auf dieses Phänomen, wurde aber den Verdacht nicht los, dass mindestens auf einer Seite ein Missverständnis gewaltet haben müsse. G. war ebenfalls das, was man im Jargon der Zeit einen alten Kämpfer nannte. Er war intelligent, im Gegensatz zu B. ganz ohne Tücke,
vielmehr freundlich und von geradem Wesen. Er hatte etwas Schwärmerisches an sich. Auch war er nicht ganz gesund, sondern auf geheimnisvolle Weise beschädigt. Alle paar Tage oder Wochen konnte es geschehen, dass mitten im Unterricht eine schreckliche Blässe sein Gesicht überzog. Er wurde starr, war nicht mehr ansprechbar und sank halb zur Seite, wo sein Nachbar ihn stützte und hielt. Der Unterricht wurde in diesen Momenten unterbrochen. Wir blickten beklommen auf G., der sich nach 2-3 Minuten erholte und wieder am Unterricht teilnahm, als sei nichts gewesen. Dieser gefährdete, gutherzige und an geistigen Dingen interessierte junge Mensch war nicht eigentlich das, was man sich unter einem SA-Mann vorstellte. Und doch war er einer. Wir waren nicht befreundet, konnten es nicht sein, aber wir empfanden Sympathie füreinander. Manchmal sprachen wir scherzend darüber, ob wir nicht vielleicht in einer der letzten Nächte aufeinander geschossen hätten. Denn bei diesen kurzen Geplänkeln in den nächtlichen Straßen pflegte man zuerst die Laternen zu zerschießen, um dem Gegner kein deutliches Ziel zu bieten. Man wurde nicht gesehen und sah in der Dunkelheit nur Schatten. Ich begegnete B. kurz vor meinem Weggang aus Deutschland nachts am Wittenbergplatz. Wir gingen eine Weile spazieren, er begann von Politik zu reden und stellte mir nach wenigen Minuten ohne Umschweife die Frage: Bist du noch Kommunist? Ich zögerte, aber ein Illegaler entwickelt schnell einen Instinkt dafür, wie weit er bei diesem oder jenem Gesprächspartner gehen kann. Ich erwiderte, er, G., kenne mich ja. Er müsse also wissen, dass ich meine Anschauungen nicht wechsle wie das Hemd. Er zeigte keine Überraschung, nickte ein paar Mal und sagte: Ich habe es mir gedacht, aber ich bin ein anderer. Es war an mir, überrascht zu sein. Bist du kein Nationalsozialist mehr? Fragte ich. Doch, sagte er leise. Aber wir werden eine neue Bewegung schaffen müssen. Adolf Hitler hat uns verraten. Eine soziale Revolution hat nicht stattgefunden. Er war einer von denen, die aufrichtig an den revolutionären Charakter dieser Gegenrevolution geglaubt hatten und gehörte nun zu den wenigen, die aus ihrer Enttäuschung Folgerungen ziehen wollten. Wir gaben uns die Hand. Auch ihn habe ich nicht wiedergesehen. Die Woge der Geschichte ging über meine Schulkameraden hinweg. Sie riss auch meine Freunde ins Nichts. Fritz K. war Lieferbote bei einer mittelgroßen Berliner Firma. Klein, blond, drahtig, von liebenswürdiger Frechheit. Er hatte den Mund voller Witze. Ich hatte vergeblich versucht, ihn für Bücher zu interessieren und stellte ihm unseren gemeinsamen Freund Heinrich als Beispiel vor Augen. Heinrich las eifrig und unaufhörlich, einmal Shakespeare, einmal Darwin. Er betrachtete mich als den Besitzer einer Leihbücherei und ich übernahm die Rolle mit Entzücken. Aber Fritz hielt es nicht lange aus mit Büchern. Man konnte es ihm nicht übel nehmen. Schon hatte er wieder ein Wort bereit, das einem zum Lachen brachte. Lieber ging er zu Versammlungen und Demonstrationen. Er war lustig, mutig und treu, ein Berliner Gavroche. Er fiel als einer der ersten Toten des Krieges vor den Toren von Warschau. Albert H., der aus meiner Heimatstadt stammte, kämpfte in Spanien. Beim Vorgehen über erobertes Gelände bemerkte er einen verwundeten Franco-Offizier, der zu verstehen gab, dass er sich ergeben wollte. Als Albert auf ihn zuging, zog der andere eine Pistole und schoss ihm auf kürzeste Entfernung in den Unterleib. Albert erschoss den Faschisten. Dann schaffte man ihn fort. Wie viele Schwerverwundete der Brigaden brachte man ihn in die Sowjetunion. Die Wunde heilte, aber er hatte aufgehört, ein Mann zu sein. Als der Angriff auf die Sowjetunion begann, meldete er sich zu einer Fallschirmaktion über Deutschland. Er blieb verschollen wie andere auch. Erst nach dem Krieg fand man seine Akten bei der Gestapo, die kurzen Angaben über seinen Tod. Nur durch die angeheftete Fotografie erfuhr man, dass es sich um Albert H. handelte. Er hatte unter der Folter nichts preisgegeben.
nicht einmal seinen Namen. Er war als Unbekannter hingerichtet worden. Ich hatte mich mit E verabredet, den ich lange Zeit nicht gesehen hatte. Eine Botschaft von ihm hatte mich erreicht und bezeichnete mir Zeit und Ort unseres Zusammentreffens. Auf dem Weg versuchte ich mich zu erinnern, wo und wann wir uns zum letzten Mal gesehen hatten. Ich konnte es nicht. Der Ort war nicht mehr auffindbar in meinem Gedächtnis. Es schien unendlich lange her zu sein. Es dämmerte stark, als ich an die verabredete Stelle kam. Und mit angstvollem Staunen bemerkte ich, dass es der Garten meiner Kindheit war, in dem ich stand. In der zunehmenden Dunkelheit leuchtete phosphoreszierend der Kies auf den schmalen Wegen. Wie einen Schatten sah ich die Taxushecke. In der Laube standen gegen den schwarzen Hintergrund die hell gestrichenen Möbel. Plötzlich fiel mir ein, dass E ja vor vielen Jahren bei Gandesa gefallen war. Ich war allein. Die Dunkelheit war noch tiefer geworden. Ich fürchtete mich und rief seinen Namen, aber niemand antwortete. Es war, als rausche sie immer weiter verdunkelnd ein Vorhang nach dem anderen nieder über die Finsternis, die um mich war. Das war ein Blick in deutsche und europäische Zeitgeschichte und ein Blick in das Werk von Stefan Hermlin. Welch eine Abendröte Stefan Hermlin zum 100. Geburtstag eines spätbürgerlichen Kommunisten. Unter dieser Zeile mit André Hermlin und Marion Brasch zu sprechen, das eröffnet viele Streifzüge. Das könnte verführen zu ganz verwegenen Fragen und Parallelen, die sich aufdrängen oder auch nicht. Wie lebten beide Väter in der DDR und wie erlebten sie die DDR? Was teilte sich da von dem heranwachsenden Sohn und der heranwachsenden Tochter mit? Marion Brasch hat darüber geschrieben, viel in ihrem Buch Ab jetzt ist Ruhe. Untertitel, nicht ganz unwesentlich, Roman meiner fabelhaften Familie. André Hermlin hat gerade aus seinem Buch gelesen, das soll das einzige sein, was er je geschrieben hat. Ein weiteres wird nicht folgen, das bekannt er neulich im Berliner Ensemble. Glaube ich nicht. My Way und Untertitel Ein Leben zwischen den Welten. Nun könnte ich mich verführt sehen, hier die beiden gleich zu Zeugen des Jahrhunderts zu machen. Der Titel könnte dazu verführen, aber das sind keine Zeugen des Jahrhunderts. Als Marion Brasch 1961 geboren wurde, da war der Vater schon wichtiger Funktionär der SED. 2 Jahre später wurde er Mitglied des ZK der SED und Abgeordneter der Volkskammer. Beides blieb er bis zu seinem Tod im Sommer 1989. Als André Hermlin 1965 geboren wurde, übrigens ein ganz bedeutendes Jahr in der Kulturpolitik der DDR, konnte man im Schriftstellerlexikon der DDR lesen, Hermlin ist ein Autor, also der Vater, Hermlin ist ein Autor, der vorwiegend spätbürgerliche Mittel benutzt. Mit anderen Worten übersetzt heißt das, das ist nicht unbedingt einer von uns. Als die beiden auf die Welt kamen, das ist nicht ganz unwichtig, hatte Frau Brasch bereits 3 Brüder und André Hermlin 3 Schwestern. Ich hoffe, ich habe ihre Biografien richtig gelesen. Als Marion Braschs Vater im August 1989 starb, war sie Redakteurin beim DDR-Rundfunk, der seinem Ende entgegensah. Als Stefan Hermlin 1997 starb, war sein Sohn schon der landauf, landab bekannte Leiter des Swing Dance Orchesters, das er 1996 gegründet hat. 86. Volker Braun sagte am Grab ihres Vaters, das Land, die Deutschen haben sich an dem Dichter schuldig gemacht. Das neue Deutschland schrieb zum Tod von Horst Brasch, wir werden unserem Genossen Horst Brasch ein ehrendes Gedenken bewahren. Marion Brasch endet ihr Buch mit einer Szene, wo sie beschreibt, wie sie die Gräber ihrer Familienangehörigen besucht
Es heißt dann, ich legte die letzten beiden Rosen auf das Grab meiner Eltern. Ich habe euch lieb, sagte ich. Und ab jetzt ist Ruhe. So viel zu den biografischen Stationen, die vielleicht verdeutlichen, was Marion Brasch und André Hermelin zu jenen Zeitläuften sagen können, mit denen ich gern über sie sprechen will. Wir haben in der Begrüßung schon vom Exil gehört. Vom Exil war eben in den Leseproben die Rede. Beide sind Mitte bzw. Anfang der 30er Jahre aus Deutschland weggegangen. Wie oft haben Sie darüber mit Ihnen gesprochen, Frau Brasch? Das hier? Ja. Also darüber, mein Vater sprach sehr oft darüber mit mir. Also weil das war so ein ganz wesentliches und ganz existenzielles Kapitel in seinem Leben. Also weil er wurde im Exil, also ist er als Jude emigriert zum Kommunisten, als katholischer Jude muss man sagen, also das führt jetzt zu weit, wurde zum Kommunisten und das war für ihn natürlich essentiell. Also deswegen hat er sehr, sehr viel und sehr gerne darüber gesprochen. Wie war die Stimmung solcher Gespräche? War das ein Erinnern und war das vielleicht auch eine gewisse Mahnung an Sie oder ein Schau mal her, was ich da schon so alles hinter mir habe oder wie? Naja, so weniger so, also so schulterklopfenderweise, also seine Schulterklopfen, sondern eher so, er hat ja auch so ein bisschen leicht missionarischen Ton, wenn er das erzählte, also in seinem, hör gut zu. Tochter, ich erzähle dir jetzt mal was. Das hat auch mit der Geschichte der Arbeiterklasse zu tun, also sowas. Und das war natürlich Geschichte der Arbeiterklasse, ja, habe ich ja schon in der Schule gehabt. So, also und das, zu Hause auch. Und zu Hause dann eben auch, also wo ich dann gerne dann auch Durchgang gestellt habe. Was ich ein bisschen später mich drüber geärgert habe, weil so ein paar Details hätte ich dann schon, da hätte ich ein bisschen besser zuhören können. Wir kommen noch ein paar Details. Genau. Ihr Vater ist 36 oder 38, da gibt es verschiedene Angaben. Nein, 36. 36 stimmt. Aber nach Ägypten, Palästina und so, war das der erste Ort seiner... Ja, er ist zunächst mal nach Palästina gegangen und von dort dann nach Frankreich. Und dort war er dann bis Anfang 43. Und dann ist er mit seiner Tochter, also meiner ältesten Schwester André, in die Schweiz geflohen und hat die letzten anderthalb Jahre, knapp zwei Jahre des Krieges in der Schweiz dann verbracht. Ich habe den Eindruck, dass diese Jahre des Exils lange, lange, also bis an sein Lebensende in ihm und auch in seinem literarischen Werk gearbeitet haben. Kann das sein? Ist das so richtig beobachtet? Naja gut, ich bin kein Autor, ich bin Jazzmusiker. Also, nein, ich rede, Moment, ich rede von Ihrem Vater. Ja, das habe ich schon verstanden, wovon Sie reden, aber ich will nur sagen, ich möchte jetzt keine Analyse des Werkes meines Vaters vorbringen, weil dazu bin ich nicht qualifiziert, aber ich denke natürlich, dass es das dramatische Erlebnis seines Lebens war, der millionenfache Verrat der Deutschen an Deutschland. Und wenn man sein Land verliert, ich glaube, niemand kann das verstehen, der das nicht durchgemacht hat. Ich habe es nicht durchgemacht. Ich weiß nicht, wie es mir damit ginge. Meine Frau kommt aus Kenia, sie ist weg aus ihrem Land und ich glaube, dass sie darunter durchaus leidet. Das ist für meinen Vater unter ganz anderen Umständen sicherlich die prägende Zeit gewesen. Wir haben sehr viel darüber gesprochen. Bei mir war es anders als bei Frau Brasch. Ich war wahnsinnig an diesen Dingen interessiert. Es war eher umgekehrt. Ich habe in der Schule nicht besonders zugehört. Das hat mich nicht so interessiert. Aber mit meinem Vater habe ich wahnsinnig viel Zeit verbracht. Ich hatte ja das Privileg, ihn sehr viel zu sehen. Mein Vater arbeitete ja eigentlich nicht. Und insofern habe ich nicht 32 Jahre mit ihm verbracht, sondern eigentlich 64. Und die bestanden vor allen Dingen aus Gesprächen. Zu Beginn sicherlich mehr aus Erzählungen, später aus Gesprächen. Und darin spielte das eine große Rolle. Es gab sicherlich auch eine Zeit, so vielleicht sagen wir mal Ende der 80er oder dann auch in den 90er Jahren, wo ich manchmal glaubte, dass er zu sehr auf die Dinge des Faschismus fixiert sei. Aber wie wir ja in den letzten Jahren erfahren haben, hatte er natürlich wieder recht. Es ist immer das gleiche alte Thema. Und ich bin durch diese Dinge sehr stark geprägt, das ist klar, darüber bin ich mir auch selbst im Klaren. Es arbeitet mit mir auf eine andere Weise, weil ich einer anderen Generation entstamme. Aber die Gespräche, die ich mit ihm zu Hause über die Zeit des heranbrechenden Faschismus, über seine Emigration und auch die Rückkehr nach Deutschland
Und die Erlebnisse nach seiner Rückkehr nach Deutschland, diese Gespräche, die ich mit ihm geführt habe, die haben mich geprägt. Sie sagten gerade, er hatte wieder recht. Haben Sie das Gefühl, dass er immer recht hatte? Nein, natürlich hat niemand immer recht, außer die Partei. Aber, es ist so, die grundsätzlichen Dinge, um die es geht, um die es meinem Vater ging, ich glaube, daran hatte er recht. In seiner Beurteilung dieses Landes und der Menschen, die in ihm leben und der entscheidenden Fragen, die auch in der Zukunft sich uns stellen werden, darin, glaube ich, hatte er recht. Wir haben uns auch oft gestritten, wir haben über bestimmte Sachen diskutiert. Das betraf dann zum Beispiel die DDR oder sowas nicht. Wobei wir da auch nicht wirklich sehr verschiedener Meinung waren. Also manchmal war ich ein bisschen schärfer in meiner Kritik, aber das war nicht substanziell. Vorrecht der Jugend. Ja, ich habe, wissen Sie, diese Rebellion, die ja viele durchmachen, so eine rebellische Phase, wo man so alles in Frage stellt, was die Eltern vorbringen, was sie einem vorleben, was sie sagen, die fehlt bei mir völlig. Also diskutiert habe ich viel, gestritten habe ich viel mit meiner Mutter, aber da ging es eigentlich, das war immer schon so. Das hat mit 5 Jahren angefangen und nie aufgehört. Und ich bin nicht stolz darauf. Der Umgang mit meiner Mutter ist nichts, worauf ich stolz sein durfte. Aber abgesehen davon habe ich meine Eltern immer sehr geliebt und eigentlich auch mich immer wahnsinnig wohlgefühlt. Ich habe mich außen nicht wohlgefühlt. Ich bin in unser Haus nach Hause gekommen, Niederschönhausen, und das war für mich eine Art Paradies. Eine Oase, in die ich mich zurückziehen konnte, in der ich nicht bedroht wurde, in der ich mich heimisch fühlte, geborgen fühlte und geliebt fühlte. Wir kommen auf dieses Haus und andere Häuser noch zurück. Was das Rebellieren betrifft, da kann man, was die Familie Brasch angeht, in diesem Buch sehr viel lesen, aber das ist heute nicht unser Thema. Eins verbindet, wäre zu viel gesagt, aber eins haben beide Väter gemeinsam. Sie haben nicht unwesentlich an der Gründung der Freien Deutschen Jugend, der FDJ, mitgewirkt. Was hat Ihr Vater in London oder in Großbritannien getan? Er gehörte zu dieser Jugend, also Gruppe von jungen Leuten, also Immigranten, die sich dort im Prinzip organisiert haben und dort die FDJ gegründet haben. Also 1943, glaube ich, war es. In Prag und in London gleichzeitig wurde sie gegründet und dann ja sozusagen dann nochmal richtig manifestiert, 1947 in Osten Deutschlands. Da war er einer der Aktivisten. Ja. Was, wissen Sie, was da noch für andere Leute in seiner Umgebung waren? Hat er darüber gesprochen? In London? Also so ein paar Namen, die fallen mir jetzt aber nicht ein. Ich glaube, Pinkus. Ne? Mhm. Also es gab so ein paar, also innerhalb dieser Immigrantengruppe einige. Ihr Vater hatte auch eine enge Beziehung zur FDJ, zur Jugend überhaupt. Ich erinnere deshalb auch an ein Buch, Die erste Reihe, herausgegeben von Stefan Hermlin 1951. Da hat er, wenn man so will, Leuten seiner Generation ein Denkmal gesetzt und er hat es jenen gewidmet, die in der zweiten Reihe gekämpft haben im Jugendverband. Ich habe hier, weil wir vorhin von Gefundenen und anderen Exemplaren sprachen, eins, da steht drin, Stefan Hermlin, die erste Reihe, für Karl Weber als Anerkennung für gute gesellschaftliche Tätigkeit, Freie Deutsche Jugend, Schulgruppe der Stahl-Oberschule Zschopau. Kein schlechtes Geschenk. Kein schlechtes Geschenk. Ihr Vater und die FDJ, was wurde berichtet oder rekapituliert in den Jahren danach? Sie waren auch Mitglied der FDJ, ja? Na gut, das waren ja sehr viele. Ich war Mitglied der FDJ, aber ich war kein Vorwurf. Der würde auch ins Leere gehen, weil ich war ja nicht ungern Mitglied der FDJ, nur war ich ein ziemlich widerspenstiges Mitglied der FDJ. Ich war allerdings dann an einer bestimmten Stelle, nämlich in der 10. Klasse Funktionär dieser FDJ, durch einen Betriebsunfall, weil der bei uns auf diese Funktion abonnierte André Heikenroth plötzlich die Kandidatur verweigerte, ich nicht dabei war, sondern zum Zahnarzt musste. Und am nächsten Tag erzählten mir meine Schulfreunde, ich wäre jetzt Sekretär für Agitation und Propaganda. So wie Angela Merkel. Ich wollte gerade sagen, damit kann man heute Bundeskanzler werden, also das ist kein Problem. Allerdings nehme ich einfach mal an, dass Angela Merkel in ihrer Funktion sich etwas anders aufgeführt hat als ich, denn es gab einen Krawall nach dem anderen und am Ende dieses knappen Schuljahres war ich kontrarevolutionärer Klassenkern und Feind des Sozialismus. Das war eine Bezeichnung, die in der Pankower SED-Organisation verwendet wurde für mich und das hat mir übrigens meine Schwester damals auch berichtet. Jedenfalls, mein Vater hat über die FDJ
das sage ich Ihnen auch in aller Offenheit, relativ wenig gesprochen. Ab und zu fiel das mal, also die Bekanntschaft mit Honecker hat ja auch etwas damit zu tun, denn die Bekanntschaft fing ja in den 30er Jahren ohne Kennenlernen an. Also es gab diese gemeinsame Vergangenheit sozusagen in der Illegalität, aber das setzte voraus, dass man sich eben nicht kannte. Und nach dem Krieg gab es das, darüber hat mein Vater relativ selten gesprochen. Es hat mich auch nicht so interessiert. Mich haben eher die Geschichten seiner Kindheit interessiert, mich haben eher die Dinge interessiert, die stattfanden in Berlin zwischen 33 und 36 und natürlich die Emigration, das, was er darüber berichtete. Ich habe nicht in ihn gebohrt, das habe ich nicht gemacht. Es gab manchmal eine Situation, wo ich merkte, bis hierher und nicht weiter. Und ich wollte meinen Vater auch nicht quälen, ich wollte ihm auch keine peinigenden Fragen stellen. Unterließ das manchmal, denke ich mir, vielleicht hättest du auch fragen sollen. Er hätte bestimmt auch geantwortet, aber ich habe es unterlassen. Über die FDJ haben wir eigentlich eher dann gesprochen im Zusammenhang mit meiner sozusagen Mitgliedschaft und mit den grauenhaften Dingen, die sich da abspielten. Ich empfand die FDJ oft als eine absolut antisozialistische Organisation. Ich erinnere mich noch sehr genau an die Diskussion, die aufkam im Zusammenhang mit Schwerter zu Pflugscharen. Sie werden sich wahrscheinlich noch daran erinnern, es gab diesen Aufnäher Schwerter zu Pflugscharen, der von der unabhängigen Friedensbewegung in der DDR verwendet wurde. Und der abbildete eine Skulptur, die die Sowjetunion auch mit diesem Satz aufgestellt hatte vor den Vereinten Nationen. Es war ein Geschenk der Sowjetunion. Und nun war es so, dass die Behörden dagegen vorgingen und bei uns in der Schule auch Propaganda gemacht wurde dagegen. Die DDR wäre selbst eine Friedensbewegung, wir benötigten keine andere. Und unsere SS-20 würden natürlich der Friedensbewegung dienen, während die Pershing-Raketen ganz gefährlich seien. Und ich wehrte mich dagegen. Und ich weiß noch genau, wie ich argumentierte. Ich sagte, Pazifisten und Kommunisten seien Verbündete. Denn sie wollten das Gleiche. Eine gewaltfreie, friedliche, brüderliche Welt. Über den Weg dorthin gäbe es unterschiedliche Ansichten. Das sei schon so. Aber wer ihnen vorwerfe, Träumer zu sein und naiv zu sein, der müsse den Vorwurf auch an die Kommunisten stellen. Denn eine Welt wie die kommunistische sei genauso eine Utopie. Das heißt, damit schloss ich damals in einer FDJ-Versammlung, wer Pazifisten als Feinde bezeichnet, ist selbst ein Feind. Und das Interessante war, es widersprach niemand. Wir kommen, André Helmlin, auf Ihre FDJ-Karriere und Eberhard Aurich und anderes noch zu sprechen. Auch das klingt aber sehr merkwürdig, wie Sie das formulieren. Ja, meine FDJ-Karriere endet in der 10. Klasse. Exil, Ende des Exils. Warum sind Ihre Eltern in den Osten gegangen, in die DDR, die es damals noch gar nicht gab? Ich glaube, Horst Brasch kam 95 nach Deutschland zurück. 45 meinen Sie? 45. Stefan Helmlin, Ihr auch Vater 45. auch 45. Aber nicht in den Osten. Nach Frankfurt am Main. Genau. Und dann in den Osten. Warum ist er von Frankfurt am Main in den Osten gegangen? Weil er gebeten wurde zu kommen von Leuten, die in Ost-Berlin waren. Und die sagten, komm zu uns. Und er war 2 Jahre in Frankfurt am Main und kam dann 47 nach Ost-Berlin. Und Ihr Vater? Für ihn stand es außer Frage, also er wollte zurück in den Osten. Ja. Ja. Meine Mutter nicht, die ist dann auch erst ein Jahr später. Die kam ja aus Wien und hat sich am Anfang gewehrt, was sollte sie in Deutschland? So. Aber sie ist dann doch ein Jahr später hinterhergegangen. Ist Horst Brasch auch geholt worden? Ich denke schon, ja, ja. Also sie denken, wissen es aber nicht. Na, ich nehme es mal an, ich denke auch von Honecker. Also es ging ja dann schon, also er wurde ja dann auch sein Sekretär, also sein Stellvertreter. Mhm. Also mein Vater wollte nach Deutschland zurück und kam eigentlich illegal im Juni 1945 als einer der Ersten zurück, weil für ihn eben das die große Liebe war, Deutschland und die deutsche Sprache und die deutsche Literatur. Er konnte ohne sie nicht leben. Er wusste, er ging zurück in das Land der Mörder, aber er wollte zurück. Marion Brasch entstammt einer Familie deutsch-österreichischer Kommunisten mit jüdischen Wurzeln. André Helmlin, Sohn eines jüdischen Einwanderers. Jude sein damals im Exil. Entschuldigung, Sie haben gesagt jüdischen Einwanderers, das ist nicht richtig. Jüdischen, also wenn, dann bin ich der Enkel. Der Sohn nicht, mein Vater ist der in Chemnitz. Enkel, der Enkel. Also ich bin der Enkel eines jüdischen Einwanderers. Genau. Das könnte man so sagen. Ja. Jude im Exil, Jude in der DDR. Das ist ein großes Thema. Herr Helmlin hat sich ganz intensiv und aktuell mit solchen Fragen beschäftigt.
Ihr Vater hat Ihnen, so entnehme ich es Ihrem Buch, einmal sinngemäß gesagt, es wäre alles oder vieles ja ganz anders gelaufen, wenn ich nicht ein Jude gewesen wäre. Können Sie da ein bisschen mehr berichten, was Ihnen... Ja, ich muss dazu sagen, dieses Buch ist ein Roman. Ja. Und es gibt bestimmte Sätze, die ich meinem Vater in den Mund gelegt habe. Warum haben Sie diesen Satz? Weil ich denke, dass er... Ich habe ja sehr viel mich mit meinem Vater dann im Nachhinein beschäftigt, sehr viel über und von ihm gelesen und bestimmte Sachen hat er nicht thematisiert und er hat sich nie beklagt. Und ich habe ihn sich beklagen lassen. Also ich habe ihn sagen lassen, wäre ich nicht aus England, aus dem Exil zurückgekehrt in die DDR, sondern hätte ich im KZ gesessen, wäre ich aus der Sowjetunion zurückgekehrt, wäre das für mich hier anders gelaufen. Wir sind ja immer zweiter Reihe, also Stellvertreter, Vize, zweiter Sekretär, so. Mhm. Das war ja immer, also er war ja trotzdem ein hohes Tier, ja, also er hat es ja, aber naja, Kultur, Wissenschaft und so, das waren die Stellen, die besetzt wurden von den Westimmigranten. Aber wie gesagt, er hat sich darüber nie beklagt, sondern das habe ich für ihn erledigt, quasi. Und was hat Sie bewogen, das für ihn zu erledigen? Welche Erfahrungen, welche Kenntnis aus der jüngeren Geschichte? Ich habe mich dann ja auch mit dieser Thematik ein bisschen beschäftigt und meine Mutter hat ein bisschen mehr darüber auch gesagt. Also sie war ja auch nicht begeistert. Sie ist zwar auch Kommunistin geworden in England und so, aber sie wollte eben, wie gesagt, sie hat sich nie so richtig wohlgefühlt. Und und dann habe ich mich so ein bisschen mit dieser Thematik beschäftigt. Also Westimmigranten zurückgekehrt in die DDR, beziehungsweise in den Osten Deutschlands. Wie ging es ihnen? Und er war nicht der Einzige, der ja diese Sätze vielleicht hätte gesagt haben können. Jude sein in der DDR. Ich weiß nicht, ob Sie die gleiche Erfahrung gemacht haben wie ich. Ich habe im Rundfunk der DDR gearbeitet. Wir hatten viele Redakteure, auch leitende Redakteure, die haben ihr Judesein regelrecht versteckt. Ich habe im Nachhinein mit Leuten gesprochen, wie zum Beispiel dem vielleicht dem einen oder anderen bekannten Korrespondenten Alfred Fleischhacker. Mein Onkel übrigens, ja. Ja, der hieß dann plötzlich Alfred Julius Fleischhacker. Was hat dieses, woraus resultierte Ihrer Meinung nach das Verstecken? Also ich glaube, dass sie es gar nicht so sehr versteckt haben, sondern dass es für sie keine Rolle gespielt hat in dem Maße. Sie waren ja Kommunisten. Sie mussten das Land verlassen, weil sie Juden waren, aber sie waren ja, das war ja jetzt keine Religion. Sie waren ja jetzt nicht praktizierende Juden. Sie waren keine gläubigen Juden. Sie waren Kommunisten. Sie wollten dieses Land aufbauen und das sollte jetzt keine Rolle spielen. Ich glaube jetzt auch nicht, dass man da jetzt so vermuteten Antisemitismus da reinlegen könnte oder so. Das sehe ich nicht so, sondern es spielte, glaube ich, keine Rolle. Verstecken vermuteter Antisemitismus. Welche Beobachtungen haben Sie gemacht? Also das Mikrofon ist nicht mehr an. Aus welchen Gründen auch immer. Ich nehme das andere. So. Ich habe auch eine laute Stimme, so ist es nicht. Fragen Sie meine Mutter. Mein Vater hat niemals versteckt, dass er Jude ist. Und Antisemitismus gab es natürlich. Selbstverständlich gab es ihn. Warum soll es ihn in der DDR nicht gegeben haben? Die DDR war ein Teil Deutschlands. Und wir hatten ja in der DDR diese sehr merkwürdige Vorstellung, die so nie direkt ausgesprochen wurde, aber irgendwie immer herumwaberte, dass nach dem Machtantritt Hitlers, sagen wir mal, 60-70% vielleicht für ihn waren und 30 gegen ihn und die landeten alle auf eine wundersame Weise nach 45, die gegen ihn waren, waren alle in der DDR und die alle für ihn waren alle in der Bundesrepublik. Es war aber nicht so. Und ich weiß noch, wie mein Vater mir folgende Geschichte erzählte, die sich im Jahre 1979 abspielte und zwar in der Akademie der Künste. Und zwar ging es darum, dass im Laufe einer Diskussion dort mein Vater vorschlug, die amerikanische Fernsehreihe Holocaust anzukaufen und im DDR-Fernsehen auszustrahlen. Darauf gab es eine Diskussion und es meldete sich ein gewisser Otto Gotsche zu Wort. Und dieser Otto Gotsche sagte, also Genossen, ich sehe die Judenfrage vom Klassenstandpunkt. Worauf mein Vater ihm entgegnete, das ist mir völlig klar,
denn ich bin der Sohn eines verfolgten Juden und du, Otto, bist ein Antisemit. Worauf Otto Gotsche sagte, nein, nein, ich bin kein Antisemit, ich habe sogar jüdische Freunde. Aber wenn ich mir die Liste der vom Staatssicherheitsdienst überwachten Personen ansehe und feststelle, dass unter ihnen so viele Juden sind, dann denke ich mir meinen Teil. Und nun passiert etwas sehr Merkwürdiges. Denn Alexander Abusch sprang auf. Beide waren ziemlich genau solche Stalinisten. Beide waren sich sehr ähnlich. Aber es gab einen Unterschied. Alexander Abusch war Jude. Und er sprang auf und rief, Otto, das geht zu weit. Das war im Jahre 1979 in der DDR, im 30. Jahr ihres Bestehens. Mein Vater kam nach Hause und berichtete uns das. Und wir sprachen immer wieder darüber. Und manchmal dachte ich, er hätte es vielleicht etwas ausgeschmückt oder falsch verstanden. Bis ich die Protokolle dieser Sitzung in die Hand bekam, da war mein Vater schon tot. Und es war wörtlich genau so, wie mein Vater es geschildert hatte. Ich habe selbst viele Erlebnisse gehabt. Und mein Vater hat auch öfter gesagt, er wird immer daran erinnert, woher er kommt, gerade die Antisemiten. Und ich sage Ihnen das auch noch, gerade auch, weil wir hier sind. Wenn ich mir anschaue, was sich in den letzten Jahren hier in Deutschland entwickelt hat, und zwar auch innerhalb jener Gruppierung, der ich jetzt seit über 20 Jahren angehöre, dann wird mir speiübel. Und dann sage ich mir manchmal, und das sage ich, und Sie können sich vielleicht vorstellen, wie bitter es ist für mich, mit dem ich hätte gerne den 100. Geburtstag mit meinem Vater gefeiert und hätte mir gewünscht, er sitzt hier, aber manchmal wünsche ich mir oder freue ich mich, dass er das nicht mehr mit ansehen muss. Es ist eine Schande. Und die Feigheit, mit der sich diese Leute herausreden, und die Emotionen, die sie aufbringen, das ist so widerwärtig. Und immer die gleichen Argumente, die dann kommen. Ja, wir haben ja ein Problem mit Israel, aber doch nicht die Juden. Und immer die gleichen Ausreden, die kommen und die feige sind. Anstatt einfach die Wahrheit zu sagen, verstecken Sie sich dahinter. Und stellen Sie sich doch nur eine Frage, Eichhorn, eine ganz einfache Frage. Woher die Emotion? Im Kongo Millionen Tote, keine Emotion. In Syrien Hunderttausende Tote, keine Emotion. 800.000 Tote in Ruanda, keine Emotion. Ich habe keine Protestkundgebungen gesehen, aber dann ziehen Leute durch die Straßen im letzten Sommer, als ich gerade aus Kenia zurückkomme, muss ich das lesen und rufen in Berlin zum ersten Mal seit 45. Jude, Jude, feige Schwein, kämpf, komm heraus und kämpf allein. Da habe ich gedacht, ich steige gleich ins Flugzeug und fliege wieder zurück. Sie haben, weil Sie von der Organisation reden, der Sie seit über zwei Jahrzehnten angehören. Sie haben auch mal mit Austritt aus der Partei Die Linke gedroht. Ist das eine Boulevard-Schlagzeile oder ist das so? Das ist keine Schlagzeile des Boulevards, sondern das ist eine Erklärung, die ich abgegeben habe im Zusammenhang mit den Entwicklungen, von denen ich gerade sprach. Ich bin dieser Partei beigetreten, als alle aus ihr austraten. Nicht alle, aber viele. Und zwar Anfang 1990. Ich hatte gute Gründe, in sie einzutreten, glaubte ich. Ich war in manchen Dingen selbstverständlich naiv, in anderen Dingen vielleicht auch nicht, denn ich erwartete ja nicht, wenn man in eine Partei eintritt, kann man nicht erwarten, dass alle immer der gleichen Meinung sind und dass man immer Freunde findet und dass die eigenen Ansichten immer eine Mehrheit finden. Das ist Blödsinn, das geht nicht. Aber es gibt bestimmte Dinge, die nicht gehen. Und genau das ist etwas, was nicht geht. Mein Vater hat ja in solchen Fragen öfter Lenin zitiert. Ich habe das Zitat nicht wörtlich, aber sinngemäß. Dort, wo die feige Pest Antisemitismus ist, kann niemals Sozialismus sein. Und das ist die Sollbruchstelle. Im Moment haben wir einige Leute, die sehr laut sind und die sich in dieser Weise äußern. Immer wieder auf eine sehr penetrante und unangenehme Art und Weise. Es ist aber nicht die Politik der Partei als solches. Es ist auch nicht die Politik sozusagen der Führung dieser Partei. Sollten allerdings diese Leute, das habe ich damals gesagt vor ein paar Jahren, sollte das sozusagen Politik werden der Linkspartei, dann ist meine Mitgliedschaft völlig überflüssig. Die ist obsolet. Es würde mir wahnsinnig wehtun, aber es hätte ja gar keinen Zweck. Dann könnte ich ja Mitglied auch einer anderen Partei werden, deren Namen ich jetzt lieber nicht sage. Und das muss sich jeder genau überlegen, was er damit aufs Spiel setzt eigentlich. Denn es geht ja nicht um mich, ich bin unwichtig, ich bin nur ein kleines Mitglied. Aber man muss sich nur vorstellen, wenn wir in die Situation kämen,
eine linke Partei zu haben, die sich so verhält. Das ist furchtbar. Einfach nur furchtbar. Und wenn man sich mal überlegt, wie viele Juden es waren, die diese Partei unter Kämpfen, die ihren Tod hervorriefen, versucht haben zu retten und aufgebaut haben. Und wenn man sich dann anschaut, wie die... Aber wissen Sie, das vielleicht noch... Ich bin auch ein bisschen hoffnungslos, weil es hat ja nicht nur was mit der Linken zu tun. Die Linke ist ja nicht die Einzige, die davon infiziert ist. Das ganze Land ist infiziert davon. Und ich sage immer, und neulich hatte mein Sohn in einer Schule eine riesige Diskussion in seinem Unterricht, weil er natürlich manchmal auch das tut, was ich auch gemacht habe. Ich habe auch manche Dinge gesagt, die mein Vater gesagt hat. Und er hat manchmal was gesagt, was sein Vater gesagt hat. Und er verstieg sich zu der Behauptung, ein großer Teil der Deutschen, eine Mehrheit, seien rassistisch und auch antisemitisch. Das hat er von mir. Allerdings denkt er auch so und er hat recht, dass er so denkt. Daraufhin gab es eine große Diskussion in der Schulklasse und dann irgendwann wurde ich eingeladen, ich kam dazu und habe mit den Jugendlichen dort diskutiert. Das ist nicht lange her, ein paar Wochen. Es ist eine Frage der Definition. Wenn Sie sagen, diejenigen in Deutschland sind Antisemiten, die dafür sind, Juden zu vergasen, dann ist es eine winzige Minderheit. Aber stellen Sie doch den Deutschen einfach die Frage, sind Sie der Meinung, dass die Juden den Holocaust ausnutzen? Oder sind Sie der Meinung, dass das, was Israel macht, so ähnlich ist wie Auschwitz? Oder sind Sie der Meinung, dass die Juden die Medien kontrollieren? Und so weiter und so fort. Sie wissen, welche Antworten Sie kriegen. Das heißt, ich weiß nicht, was man dagegen tun kann. Ich bin nicht besonders optimistisch. Es gibt einen schönen Film, der heißt Nirgendwo in Afrika. Der handelt von einer jüdischen Familie, die im Jahre 38 nach Kenia geht. Und damit den Holocaust überlebt, während alle Zurückgebliebenen vergast werden. Ich will natürlich nichts beschreien und hoffe sehr darauf, dass der Kelch an uns vorbeigeht. Aber zur Not, zur größten Not, habe ich ja schon ein kleines Häuschen am Mount Kenia. Marion Brasch, möchten Sie das, diese Beobachtungen ergänzen aus Ihrer Sicht? Nö. Nö. Sie haben beide von Ihrer Kindheit kurz jedenfalls gesprochen. Sie waren beide, Sie... nach ihren eigenen Worten, die Tochter eines hohen Tiers, sie der Sohn des bekannten und berühmten Schriftstellers. Gewissermaßen Funktionärskinder im weitesten Sinne. Haben Sie das zu spüren bekommen? Ja, ich bin ja am Alexanderplatz groß geworden und also ich habe das jetzt nicht so wahrgenommen. Ich dachte, alle wohnen am Alexanderplatz. Also nicht alle wohnen am Alexanderplatz, aber so, es ist nichts Besonderes, am Alexanderplatz zu wohnen. Es war eben normal. Aber mein Vater hat sehr großen Wert darauf gelegt, wirklich Normalität zu leben. Also er hat jetzt nicht, wir wohnen übrigens am Alexanderplatz, das heißt, wir sind was Besseres, so, sondern er hat versucht, wirklich den Ball flach zu halten, was das betrifft. Und darüber bin ich auch sehr froh. Und das hat er uns auch vermittelt. So. Also er ist nicht hausieren gegangen mit seiner Funktion. Aber natürlich, aber es ist mir ich habe zum Beispiel nie zu spüren bekommen, auch anderswo nicht, naja, du bist ja, also das habe ich dann, als ich erwachsen wurde, dann schon, du bist doch die Bonzentochter und so. Mhm. Aber als ich klein war und als ich zur Schule ging, spielte das eigentlich überhaupt keine Rolle. Also ich habe das gar nicht wahrgenommen. So. Also ich habe im Studium in Leipzig zum ersten Mal Unterschiede wahrgenommen. Wir hatten den Sohn eines Bezirkssekretärs der SED, wenn der Montag früh wieder ankam, der hatte Zigarettenstangen. Ich wusste zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, dass Zigaretten auch in Stangen verpackt werden. Also wie war das bei Ihnen? Sind Sie beschimpft worden oder mit Misstrauen? Denn bei Ihnen war das ja nun ausgeprägt. Sie sind mit Ihrem Vater gereist und Sie schreiben das auch in der Autobiografie, haben die Welt dann schon kennengelernt als Junge. Wir haben eben Pablo Neruda gehört. Ich muss Sie in einem Punkt vielleicht doch noch verbessern. Also eine Funktionärsfamilie waren wir nicht. Also mein Vater hatte in der ganzen Zeit... Ich habe es mit größter Vorsicht gesagt. Ja, ja. Ich darf das trotzdem verbessern, weil es ist einfach trifft für uns so nicht zu. Aber richtig ist natürlich eins, ich bin in einer völlig absurden Situation aufgewachsen. Ich war enorm privilegiert. Und zwar nicht privilegiert in finanzieller Hinsicht. Das gar nicht. Mein Vater hatte wenig Geld. Aber ich hatte ein Privileg, das viel mehr wert war als alles Geld der Welt in der DDR. Ich konnte das Land verlassen, und zwar in westlicher Richtung. Ich glaube, es gab in den 70er Jahren vielleicht 4 oder 5 Kinder
in meinem Alter, die so reisen konnten wie ich. Und das war eine unfassbare Privilegierung, denn ich hatte die Möglichkeit, die DDR von außen zu sehen. Wissen Sie, es gibt doch die Kosmonauten oder die Astronauten, die auf dem Mond waren und die hinterher gesagt haben, es ist ein so großer Unterschied, die Welt von außen zu sehen, diese kleine Erde im Kosmos. Und ich habe das mal gelesen und dann dachte ich, das ist ein bisschen so ähnlich wie bei mir gewesen. Die DDR sah von außen viel kleiner aus als von innen. Und hinzu kommt, dass ich natürlich ein weiteres Privileg genoss, nämlich ein Privileg der Information. Ich wusste nicht nur viel mehr als andere, weil bei uns, weiß ich, die FAZ oder die Zeit auf dem Tisch lag, sondern natürlich einfach durch die Gespräche, die bei uns stattfanden und die Menschen, die zu uns kamen. Also zu uns kamen eben nicht Herr Müller und Herr Schulze und Herr Mayer, sondern es kamen eben Stefan Heim und Christa Wolf und Volker Braun und so weiter. Ich hatte ohne jedes Verdienst, nur durch den Zufall der Geburt, einen unglaublichen und vollkommen ungerechten Vorteil gegenüber allen anderen Freunden und Mitschülern, die ich hatte. Und das führte natürlich auch zur Isolation. Das hatte nicht nur mit den Privilegien zu tun, sondern auch mit meinem Verhalten. Ich war ein schwieriges Kind, ich war ein komisches Kind. Ich war bestimmt auch ziemlich arrogant. Ich habe versucht, mich erstmal anzuschmeißen. Ich hatte versucht, sozusagen Freunde zu bekommen irgendwie, indem ich mich wohl verhielt, aber das nützte alles gar nicht. Ich war zu komisch und zu besonders. Und daraufhin zog ich mich dann auch zurück und wurde sozusagen noch mehr, ihr wollt mich nicht, na gut, dann will ich euch auch nicht. Und das war eine sehr lange Zeit sehr schlimm, also damals gab es das Wort noch nicht, heute nennt man das ja Mobbing. Das war ziemlich gruselig, ich erinnere mich noch daran, wie unsere Deutschlehrerin mal uns eine Aufgabe stellte des Charakterisierens. Da war ich 9 Jahre oder 10 und jeder sollte sich einen Schüler aussuchen und ihn charakterisieren. Und von den, ich sage mal, 35 Schülern meiner Klasse suchten sich 34 einen einzigen Schüler aus, nämlich mich. Und dann lasen sie das vor im Unterricht. Und eine Charakterisierung fiel vernichtender als die nächste und als die vorherige. Und es waren erfundene Geschichten. Das heißt, sie verbreiteten erfundene Geschichten. Sie schrieben von Dingen, die ich nie gesagt und nie getan hatte. Das war schon ein Erlebnis. Das Komische an der Sache ist, dass sich meine Situation schlagartig änderte, ausgerechnet mit der Biermann-Affäre. 76. Ich kam am Morgen in die Schule, am Morgen, nachdem das überall war, also in den Westmedien, aber natürlich guckten bei uns ja die Leute auch alle die Tagesschau. Und ich weiß noch, Matthias Bössnicker, das war so der Klassenking bei uns, ziemlich ruppiger Typ. Und der klopfte mir so auf die Schulter und sagte, Mensch, da hat sich ja dein Vater ganz schön was dir leistet. Aber es war so eine Mischung aus Furcht und doch ein bisschen Bewunderung dahinter. Und von diesem Tag an, und dann kam ja auch noch die Musik dazu, dann fanden die raus, dass ich ja gar nicht Klassik spielte, sondern versuchte Jazz zu spielen. Und plötzlich wurde ich cool. Auch das Wort gab es damals nicht. Aber die Situation, in der ich aufwuchs, dieses Pendeln zwischen, das kann man ja heute erzählen, damals hätte man mich gesteinigt für sowas. Ich erinnere mich noch, ich musste zum Beispiel wie alle meine Mitschüler ins GST-Lager, nach Brege, oben an der Ostseeküste. Und nun war es so, ich war mit meinen Eltern vorher im Urlaub gewesen, im Allgäu. Dann kam ich da zurück und fuhr nach Brege in dieses grässliche GST-Lager, was ich gehasst habe. Aber ich habe mich ja in einem Gedanken immer aufgerichtet, dass es ja nur 10 Tage sind und ich danach ja wieder ins Allgäu fahre. Und genau das geschah. Nun müssen Sie sich mal vorstellen, im Jahre 1981 war das, wenn ich mich richtig erinnere, oder nee, 83 war das, 83, ein DDR-Kind kommt aus dem Allgäu, aus dem Urlaub, geht ins GST-Lager da, marschiert da rum und ruft irgendwelche blöden Sachen und fährt danach wieder ins Allgäu. Das ist eine völlig absurde Lage, in der ich war und an die ich mich dann irgendwann gewöhnte. Es gab verschiedene Phasen. Ich hatte eine Zeit lang unglaubliche Scham. Ich wollte, dass das niemand weiß. Ich habe das versucht zu verbergen, weil es mir peinlich war. Dann gab es eine Zeit, wo ich mich schuldig fühlte, wo ich mir sagte, das ist furchtbar, dass ich das eigentlich durfte ich gar nicht fahren, das ist doch furchtbar. Und dann gab es eine Zeit, wo ich das ganz offensiv gemacht habe, und zwar mit dem Umkehrschluss, dass eigentlich müssten alle fahren. Nicht, dass ich fahre, ist falsch, sondern dass die anderen nicht fahren. Das ist falsch. Und dann war es auch sehr offen, dann haben wir auch in der Schule über diese Dinge diskutiert. Aber es war eine komische Situation. Bei Ihnen war das nicht ganz so intensiv. Sie waren irgendwann mal in London und in den USA in diesen Zeiten. Nee, USA war schon 90. Das war schon 90, ja. Partei.
Er ist eingetreten, sagt er vorhin, als viele andere austraten. Sie sind in die Partei eingetreten, wenn ich das so richtig verstehe, Ihrem Vater zuliebe. Genau, also dazu muss man wissen, er hatte ja schon 3 Söhne, die ihn sehr tief enttäuscht haben. Und ich war die Letzte und bin dann, stand ja immer so zwischen den Fronten. Ne? Also man hat meinen Vater geliebt, der war irgendwann auch alleine, weil meine Mutter gestorben war. Seine Söhne haben ihn alle enttäuscht und so. Und ich fand meine Brüder toll und habe meinen Vater geliebt und er... Na, und? Wie ist deine politische Entwicklung so, ne? Ja, okay. Was haben Sie heute das für ein Verhältnis zur Partei und zu Parteien? Naja, also ich war damals ja auch, ich bin, wie gesagt, ich bin da reingegangen, weil es hat mich keiner gezwungen, keiner gebeten, mein Vater hat es erwartet, deswegen habe ich es gemacht. Ich hatte damals auch kein besonders intensives Verhältnis zu dieser Partei. Ich fand aber dann schon, ich habe dann beim Komponistenverband der DDR gearbeitet und da gab es dann so coole alte Spanienkämpfergenossen, die da mit der Faust auf den Tisch, dachte ich, wenn so Leute da, die wirklich wissen, wovon sie reden, ja, Nein zu bestimmten Dingen sagen. Dann haben Sie da noch dann, Namen im Kopf? Ja, Eberhard Schmidt zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Toller Mann. So. Und so eine Leute. Und dann dachte ich, kann ich ja gar nicht so ganz falsch sein und so. Und das war, also ich habe es immer an Leuten festgemacht, die ich gut fand. Also gar nicht irgendwie. Das hat mich eigentlich nicht interessiert. Ich bin da reingegangen, das war ein Kompromiss und bin wieder rausgegangen und bin nicht wieder reingegangen. Ich glaube, das mit den Vorbildern, das teilen Sie mit vielen Ihrer Generation und derer, die auch ein bisschen älter sind. Bevor wir die Partei verlassen, noch mal zu Erich Honecker. Es ist bei uns im Rundfunk, sagte man damals immer, ach, der Hermlin, der hat einen ganz direkten Draht zu Honecker. Und das war schon fast eine Legende. Und aus der veröffentlichten Literatur weiß man ja auch, in welcher Weise Ihr Vater zum Beispiel Hilbig und anderen ermöglicht hat, die DDR zu verlassen. Können Sie uns ein paar Sätze sagen, wie das Verhältnis Ihres Vaters zu Honecker war? Wie haben Sie das beobachtet? Also die Gerüchte im Rundfunk treffen so nicht zu. Mein Vater kannte Honecker. Ich hatte ja gesagt, woher das rührt. Es gab eine gewisse Sympathie bei meinem Vater für Honecker in der Anfangszeit vor allen Dingen. Es gibt ja dieses Aide-Mémoire, was mein Vater geschrieben hat, auf Wunsch von Honecker, direkt nach seiner Machtübernahme. Und da hatte Honecker meinen Vater gebeten, ihm doch mal so ein paar Thesen zur neuen Kulturpolitik aufzuschreiben. Und meine Mutter hat das dann irgendwann Anfang der 90er Jahre verstaubt im Keller gefunden. Mein Vater hat das längst vergessen und dann hat Wagenbach das nochmal publiziert. Das liest sich natürlich enorm. Es verwendet eine vollkommen andere Sprache als das, was man sonst so gewöhnt war. Und es verschwand auch schlagartig im Giftschrank. Mein Vater hat sicherlich, wie gesagt, diese Sympathie gehabt, die etwas mit der Vergangenheit zu tun hatte. Und natürlich sprachen sie ab und zu miteinander, aber wesentlich seltener, als das von manchen Leuten vermutet wird. Und von Freundschaft kann keine Rede sein, also das ist albern. Wirkliche Freunde, das waren Leute wie Kunert und Heim und Christa Wolf, das waren Freunde, Honecker nicht. Aber es war so, wie ich es vorhin ja in der kurzen Passage gesagt habe, es gab Situationen, in denen mein Vater entweder durch Freunde oder durch eigene Informationen oder manchmal auch durch Writers in Prison eben Honecker aufsuchte und ihn darum bat, bestimmte Dinge entweder Leute freizulassen oder ihnen bestimmte Dinge möglich. Das war nicht immer ein persönliches Gespräch übrigens. Manchmal schrieb er nur einen Brief oder rief an. Und tatsächlich war es so, dass Honecker in den meisten Fällen auf ihn hörte. Es gibt eine Sache, die mein Vater Honecker nicht verzeihen konnte, glaube ich. Das betraf auch die Biermann-Ausbürgerung. Mein Vater hat ja, manchmal wird ja, wenn man von der Biermann-Ausbürgerung spricht, das wird ein bisschen so übergangen. Also der Text der Petition ist von meinem Vater. Und die Versammlung der 12 Erstunterzeichner war nicht bei Herrn Krug, wie manchmal so ein bisschen. Ne? Das war bei uns zu Hause und ich war an dem Tag auch da. Ich habe es selber erlebt. So, und in den wenige Tage danach meldete sich Honecker bei meinem Vater und bat ihn zu kommen und empfing ihn mit dem Satz, Stefan, was hast du mir da angetan? Und dann schilderte Honecker ihm das so, dass er sozusagen unter großem Druck sehr viel konservativerer Teile der SED stünde, die ihm sozusagen an den Kragen wollten. Und ob er denn nicht irgend, also er hat ihn erst gefragt, ob er die Unterschrift zurückzieht, das kommt überhaupt nicht in Betracht.
ja, kannst du denn nicht irgendetwas mir aufschreiben, was ich im Notfall verwende, wenn es ganz schlimm wird? Und daraufhin schrieb mein Vater ihm eine Notiz, dass die Übergabe an die Agent Franc-Presse vielleicht ein Fehler gewesen sein könnte. Und noch am gleichen Tag hat Honecker das hektografieren und verteilen lassen. Worauf mein Vater in einer, das ist dokumentiert, da gibt es sogar ein Buch dazu, in einer Erklärung im Schriftstellerverband daraufhin gesagt hat, dass dieses Schreiben für Honecker gegenstandslos geworden sei durch diesen Verrat. Es kann keine Freundschaft geben dort. Und im Übrigen sagte mein Vater ein paar Mal dann in den 80er Jahren, da sahen die sich dann vielleicht, ich sag mal, in den ganzen 80er Jahren haben sie sich vielleicht 2 oder 3 Mal nur gesehen. Und das eine Mal sagte mein Vater, ich war da, und er kam vollkommen deprimiert zurück, sagte, der redet die ganze Zeit nur von irgendeinem Mikrochip, den wir entwickelt haben und der ganz toll sein soll. Der ist ganz woanders. Und dann erzählte mir Folgendes. Es gab im Jahre 87 eine Attacke von Neofaschisten auf die Kirche, Zionskirche, am Zionskirchplatz. Und das waren Neonazis auch aus West-Berlin, aber vor allen Dingen auch welche aus Ost-Berlin. Und dabei sind Dutzende Punks schwerst verletzt worden. Und die rannten in ihrer Verzweiflung zu den Polizeiautos, die dort standen, Polizeilastwagen von der Volkspolizei, die natürlich diese Versammlung der Punks beobachteten und flehten sie um Hilfe an. Und nichts geschah. Und auch die Verbrecher, diese Faschisten, wurden nicht belangt. Und daraufhin ging mein Vater nicht allein, sondern mit Hermann Kahn zu Erich Honecker und protestierte. Und der Honecker sagte wörtlich zu meinem Vater, ja, was soll ich denn machen? Das sind alles wunderbare Arbeiter, die erfüllen ihre Norm. Worauf mein Vater sagte, das ist doch nicht dein Ernst. Was dann geschah, es zeigt auch den unglaublich tollen Rechtsstaat der DDR, nämlich Honecker wies an, das Verfahren nochmal neu aufzunehmen und die wurden verknackt, was natürlich genauso falsch war wie das erste. Aber ich will damit nur schildern, dass diese Freundschaft, die hat nicht bestanden, es war ein Verhältnis, das im Wesentlichen darauf beruhte, in bestimmten Fällen humanitäre Verbesserungen durchzubekommen oder ein Buch zu erhalten. Welche Freunde hatte Ihr Vater in der Partei? Er hat gerade gesagt, Freunde konnte es dort, damit meinen Sie die Umgebung, nicht geben. Ich glaube, mein Vater, der hat nie von Freunden gesprochen, sondern immer nur von Genossen. Mhm. Also ich habe auch nie, also es waren nie Leute bei uns zu Hause, von denen ich sagen würde, also es gab ein paar Genossen, glaube ich, die er so in seinem Vertrautenkreis hatte. Mhm. Die waren jetzt aber auch nicht, also nicht die oberste Liga, sondern so, ja. Also Freunde hatte er nicht. Aber um mal jetzt so noch so eine Verknüpfung zu sehen. Verknüpfung. Mein Vater hat zum Beispiel, ja genau, Stefan Hamlin sehr, sehr geachtet und so. Also er war ja noch Kulturminister, stellvertretender Kulturminister der DDR 66 und immer wenn er von Hamlin gesprochen, also er hat von vielen nicht gut gesprochen, aber von Hamlin immer in den höchsten Tönen. Und das finde ich dann immer ganz interessant, weil Thomas wiederum, mein ältester Bruder, den ich gut kannte. Ja, ich war mal zusammen mit ihm bei euch zu Hause. Oh. Da habe ich dich auch nicht gesehen. Das war irgendwie das war 82, ich glaube 82, wann war dieser Schriftsteller Friedenskongress, der in der das war glaube ich 82. 82. Die Sache in welche Sache? Im Hotel. Im 81 im Dezember. 81, genau. Und in diesem Zusammenhang waren wir bei euch. Also aha. Ich habe ihn abgeholt und dann war ich bei dir zu Hause. Das ist ja ein Ding, das wusste ich nicht. Und mein Bruder Thomas, also der ja sozusagen der Antipode meines Vaters war, eigentlich ja auch nicht, aber das ist wieder eine andere Geschichte, gefühlt. Also beide haben deinen Vater sehr verehrt und sehr, sehr respektiert. Also jetzt gar nicht so. Also bei Thomas wusste ich das natürlich, bei deinem Vater. Ich habe ihn nie kennengelernt. So. Ja, doch. Mhm. Gab es bei Ihrem Vater Zweifel? Gab es Widerspruch? Oder ist alles mit dem Wort Treue zur Partei zu fassen? Das ist eine gute Frage, weil ich gerade vor 3 Tagen habe ich eine Lesung gehabt, da kam ein alter Genosse auf mich zu und sagte, er würde gerne nach dieser Lesung mal mit mir sprechen und er hätte vielleicht Informationen, die ich nicht kenne. Und er kam dann zu mir und sagte, es war in den 70er Jahren irgendwie, mein Vater war 2. Sekretär der Bezirksleitung in Karl-Marx-Stadt, wohin er zwangsversetzt wurde wegen seines aufmüpfigen Sohnes und so. Und dort gab es offenbar einen Kreis von Genossen, die
reformatorisch irgendwie so. Also er sprach von einer konspirativen Zelle. Und da sagt mein Vater, konspirativ gegen Honecker? Kann ich mir nicht vorstellen. Und er gab mir dann so eine kleine Broschüre. Also offensichtlich gab es so einen Kreis von Genossen, die im Umkreis auch von Lamberts aktiv waren. Und es gab dann wohl auch ein Gespräch, also er zitierte meinen Vater, der sagte zu ihm, halt, pass auf, also dieser, der war irgendwie Gesundheitsministerium, weiß ich nicht, irgendwie tätig, dieser Genosse, und sagte dann zu ihm, pass auf, warte noch und denk an Lamberts. Mehr nicht. So. Also das zum Thema, also das wusste ich nicht und ich muss mich jetzt auch darauf hin, es gibt zum Beispiel, ich habe die Stasi-Akte meines Vaters beantragt, die ist sehr, sehr dünn, woraus ich schließe, dass nicht mehr sehr viel davon existiert. Der Nachlass Ihres Vaters, Parteinachlass, ist dokumentiert, haben Sie den schon mal gesehen? Ja, den habe ich gesehen, da gibt es auch bestimmte weiße Flecken, die da gefüllt wurden, aber es gibt bestimmte, und er wurde von der Staatssicherheit, das fehlt einfach. Ich habe einen Roman gelesen, da beschreibt eine Tochter, dass sie ihren Vater quasi vom Selbstmord, dass sie veranlasst hat, dass andere ihn vom Selbstmord abhalten. Der Grund für diesen Selbstmord im Jahr 1975 sei eine scharfe Auseinandersetzung mit einem hohen Parteifunktionär gewesen. Könnte es sein, dass es sich bei diesem Mann um Horst Brasch und bei der Tochter um sie handelt? Ja, das ist auch eine Geschichte. Ja. Und wer war der Parteifunktionär? Der war Werner Kolikowski. Auch das erfahren wir hier in diesem Buch. 1989, das hat Ihr Vater nicht mehr erlebt. Ich meine den... 89 lebte mein Vater. Ich meine den Mauerfall. Natürlich hat er ihn erlebt, er ist 97 gestorben. Quatsch. Ihr Vater hat ihn nicht erlebt, pardon. So viele prominente Leute hier. Ja. Ihr Vater hat den nicht mehr erlebt. Manche sagen, Gott sei Dank, hat er ihn geahnt? Also ich sehe ihn irgendwie vorm Fernseher sitzen und die Leute im Sommer 89 über die Grenze gehen und da war er schon schwer krank und ich sehe ihn und er sagt, was haben wir falsch gemacht? Also wo er sich diese Frage eben nochmal gestellt hat, die gleiche Frage, die sich bei seinen Söhnen auch gestellt hat, was habe ich nur falsch gemacht? Und plötzlich rennen die Kinder des Landes weg, wie seine Kinder von ihm. Mhm. Und das hat schon, ich glaube, da hat der Krebs nachgeholfen, ja. Und 89, welches Grundgefühl haben Sie an Ihrem Vater beobachtet? Naja, also ich habe mir natürlich im ersten Moment natürlich Sorgen gemacht, wie er das aufnehmen würde. Aber es ist doch so erkläre ich mir das jedenfalls, dass er ja nun in seinem Leben noch so ein paar andere Dinge erlebt hat, die schwerwiegender, tragischer, gefährlicher waren. Das ist das eine. Und das zweite, also ich will nicht sagen, dass meinem Vater nichts an der DDR lag, das wäre absolut nicht wahr. Aber es gibt ein Interview, das ist fast wörtlich, wo er gesagt wird, also Herr Hamlin, Ihre Heimat ist ja die DDR und mein Vater widerspricht und sagt, nein, meine Heimat ist die deutsche Literatur und die deutsche Musik. Deswegen, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, weil Sie das in Ihrer Einführung vorhin gesagt haben, dass er ein DDR-Schriftsteller war. Das war er sicherlich auch, aber er war in erster Linie ein deutscher Schriftsteller. Und natürlich haben wir viel damals geredet im Herbst 89. Ich war jeden Tag bei meinen Eltern, das war schon fast eine Tradition, auch vorher schon. Ich meine, ich habe ja damals auch sogar noch zu Hause gewohnt, aber wir saßen dann immer abends bis in die Nacht, bis um eins, bis um zwei. Meine Eltern gingen immer sehr spät schlafen und diskutierten, was gerade passiert war und waren uns in den meisten Dingen relativ einig. Er hat das mit einer doch erstaunlichen Ruhe hingenommen. Er hat sich Sorgen gemacht natürlich dann auch später sozusagen, was aus meiner Mutter wird, wenn er mal nicht da ist und sowas. Das war ein nicht so wichtiger Aspekt, aber er war doch da. Und natürlich, das haben wir ja vorhin an dieser einen Stelle auch gehört zur Lage, war er natürlich wenig überrascht zwar, aber doch beeindruckt von dem, was dann nach 1990 geschah und wie mit Schriftstellern und Leuten der Kultur umgegangen wurde, die in der DDR wichtig waren.
Aber man darf natürlich eins auch nicht vergessen, die gerade ich kann jetzt nicht so viel über andere Kunstrichtungen sagen, aber ich glaube, es spielt schon eine Rolle, dass die Literatur, vielleicht auch die Musik und das Theater in der DDR eine besondere Rolle hatten. Sie ersetzten in gewisser Weise eine Medienlandschaft, die es nicht gab. Es war möglich, in Büchern Dinge zu lesen, die sonst nirgendwo standen. Es war möglich, Dinge zu hören im Theater, die man sonst nicht hörte. Und deswegen war auch die Verbindung vieler Menschen in der DDR zu dem Buch und zu dem Theater eine andere als vielleicht in anderen Ländern oder sagen wir mal in der Bundesrepublik. Und diese Funktion entfiel nach 1989. Das heißt nicht, dass alle davonrannten und niemand mehr das las, aber es wurde weniger. Es gab eben eine kurze Zeit, natürlich, wenn man nur daran denkt zum Beispiel, wie die Kinos plötzlich sich änderten in der DDR ab etwa 1987, als die sowjetischen Filme in die Kinos kamen, diese neuen sowjetischen Filme. Man bekam plötzlich keine Karten mehr. Früher wäre nie im Leben irgendjemand in einen sowjetischen Film gegangen. Die Leute versuchten, irgendwelche Blockbuster zu sehen, wenn sie mal aus Amerika zu uns kamen. Aber doch nicht ein sowjetischer Film. Nun bekam man keine Karten mehr. Und die Leute sogen alles auf, was sie bekommen konnten von Gorbatschow und von Perestroika. Und man, Leute fingen an, plötzlich Russisch zu lernen, was es ja nun vorher überhaupt nicht gab. Die Leute haben das ja gehasst. Und das war eine kurze Periode. Und dann war das da, was man ja eigentlich wirklich wollte. Eigentlich wollte man ja im Wesentlichen ja doch, ich sag mal, dass der Intershop so eine Art Kaufhalle wird und dass man reisen kann. Und damit war man zunächst mal dann auch zufrieden. Und die Dinge, die vorher wichtig waren, entfielen. Das war aber auch wiederum nur eine Periode, denn wie wir alle wissen, hat dann eine Gegenbewegung eingesetzt, wo man plötzlich wieder angefangen hat, sich dafür zu interessieren, was war eigentlich in der DDR? Was waren das für Leute, die wir da plötzlich vergessen haben? Und wenn Sie sich anschauen, da kommen Sie zu meinem Eingangsstatement zurück, wie viele Leute heute plötzlich wieder kommen. Ich habe damit nicht gerechnet. Ich sage Ihnen das ganz ehrlich. Ich war in Chemnitz, gab es eine Veranstaltung zu Ehren meines Vaters. Und ich kam dahin mit meiner Band und da waren in der Aula saßen da vier Leute, dachte ich, naja. Und dann gingen wir noch in die Garderobe, zogen uns um und wir kamen zurück und die Aula war voll. Im Berliner Ensemble wollten sie eine Veranstaltung machen bei Herrn Peimann. Und dann, naja, machen wir das im Foyer, da kommt ja sowieso keiner. Da mussten sie in die Probebühne umziehen, weil es zu voll wurde. Und zwei Wochen vorher gab es keine Karten mehr. Also das lässt hoffen, nicht wegen meines Vaters, das meine ich jetzt gar nicht, sondern es lässt hoffen, weil es zeigt, dass es doch viel mehr Menschen gibt, die sich für die Dinge zu interessieren beginnen und wieder sich erinnern. Das sind nicht nur unbedingt notwendigerweise alte Menschen. Ich habe mir angesehen, die Reaktion meines Sohnes auf diese Dinge. Mein Sohn ist Musiker wie ich, der ist jetzt nicht unbedingt jemand, der ganz viele Bücher liest, aber auf einmal interessieren ihn so viele Dinge. Und wir reden so viel über die Politik, er fragt auch ungeheuer viel, er ist wahnsinnig interessiert und er ist 14 Jahre alt. Also, und das ist nicht, er ist nicht allein, es gibt auch in seiner Klasse viele seines Alters, die so sind. Also bei allem Pessimismus, es gibt auch Erfreuliches. Was die erfreuliche Veranstaltung in Chemnitz betrifft, dennoch keine Straße, kein Platz, kein Kindergarten, keine Bibliothek, naja, trägt den Namen ihres Vaters. Ich erwähne es einfach. Da haben Sie natürlich recht, die Beobachtung trifft zu. Ja, das ist der Umgang der Staatsoffiziellen mit ihrem Vater. Kommen wir ganz zum Schluss zu was ganz Einfachem. Wir sitzen zwei Musikanten. Er, der Bandleader, Komponist, Arrangeur und so weiter und so fort. Diese Dame hat auch Musik gemacht. Wo, weiß ich nicht genau. Sie ist Musikredakteurin beim Sender DT64 gewesen, hat sich dort sogar in kleineren revolutionären Taten geübt und ist heute eine bekannte und wohl anerkannte Radio 1 Musikmoderatorin, beschäftigt sich mit Musikgeschichte, habe ich neulich erst gehört, des alten Westberlins und so weiter und so fort. Ist daran auch Ihr Vater schuld? Nö, der mochte Blasmusik und... Blasmusik. Blasmusik. Schottische Dudelsäcke und Blasmusik, also so Marschmusik, so, aber so Arbeitermärsche. So. Oh ja. Ja. Okay, das gab es bei uns nun gar nicht zu Hause, also gar nicht. Mein Vater fand immer diese Schalmeien so furchtbar. Nein, also bei uns zu Hause gab es eigentlich nur klassische Musik, ganz wenige Ausnahmen. Mein Vater mochte sehr Yves Montand, das hat er sehr oft gehört, oder er mochte auch lateinamerikanische Musik, aber das war eine Ausnahme und Jazz. Also bei mir geht das Interesse für die Musik, das mit 3 oder 4 Jahren ja anfing, also im frühkindlichen Alter, hängt schon mit meinem Vater aber indirekt zusammen. Er besaß 5, 6 Schallplatten und die haben mich infiziert. Infektion ist nicht tödlich verlaufen zum Glück, hält aber noch an. Und bei uns gab es eigentlich
wenn Musik gehört wurde, und das war fast den ganzen Tag, bei uns das Haus war immer voll von Musik, dann war es eben Schubert und Haydn und Bach und Mozart. Und ich liebte es, mit meinem Vater Musik zu hören. Wir haben dabei sehr wenig gesprochen. Ich saß einfach neben ihm und hörte zu. Und ich hatte das Gefühl, wenn ich neben ihm sitze, verstehe ich diese Musik viel besser, als wenn ich allein daneben sitze. Hermlin schreibt in diesem Buch, Musik ist ein Körperteil von mir. So weit würden Sie nicht gehen. Der Jazz, nicht Musik. Der Jazz. Ja. Nee. Müsste ich jetzt erstmal überlegen, welches es sein könnte. Ja. Überlege ich bei ihm schon seit dieses Buch erschienen. Es sitzt innen drin. Das Herz. Ein merkwürdiges Bauteil. Das Herz. Ich tue meinem Vater eben wirklich Unrecht. Also der mochte auch, der hat mir Beethoven geschenkt, also die ganze Symphonien, und der mochte das auch. Also das war jetzt ein bisschen, entschuldige Papa. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende unseres Gesprächs und wollen uns wieder dem Werk von Stefan Hermlin widmen. Aber dennoch, wie das Reporter heute so machen, in einem Satz vielleicht, was ist, was Ihren Vater betrifft, unauslöschlich in Ihnen? Ach, das ist so schwer. Also er ist da. Also er ist da. Der ist einfach da. Inwieweit sein Vater da ist, das haben wir vorhin gehört, als wir... Er ist neben meiner Frau und meinen Kindern die Liebe meines Lebens. Sie wohnen auch noch oder wieder an jenem Ort in der Hermann-Hesse-Straße, wo Sie... Ich erlebe meine Kindheit noch einmal, nur mit vertauschten Rollen. Mhm. Mein Sohn ist jetzt ich und ich bin mein Vater. Sohn... Und Vater Marion Brasch, vielen Dank, dass Sie so freimütig Auskunft gegeben haben. Wiebke Frost und Andreas Keller mit einer zweiten Lesung aus Schriften und aus literarischen Werken von Stefan Hermlin. Abendlicht. In den Jahren meiner Kindheit hatte ich den Berliner Norden nicht gekannt. Ich lernte ihn erst flüchtig kennen in den kurzen 3 Jahren, die zwischen dem Regierungsantritt der Nationalsozialisten und meinem Weggang aus Deutschland verstrichen. An einem Spätsommertag befand ich mich schräg gegenüber der großen Brauerei, deren langgestreckter Bau heute anderen Zwecken dient, an jener Stelle etwa, wo die Gleise der Hochbahn unter der Erde verschwinden. In einem Laden hatte ich mir eine Tüte Kirschen gekauft und mich auf einer von 3 oder 4 Bänken niedergelassen, die dort im Halbkreis angeordnet waren. Die äußerste Bank rechts von mir war frisch mit gelber Farbe gestrichen, der jahrhundertenalten Farbe der Schande. Vor kurzem waren die Nürnberger Gesetze verkündet worden. Nur für Juden stand mit schwarzen Buchstaben auf der Rückenlehne der gelben Bank. In diesem Viertel wohnten nicht wenige arme Juden, meistens kleine Handwerker und Händler. Einer der alten jüdischen Friedhöfe der Stadt befand sich nur wenige Schritte entfernt. Auf ihm lag seit ein paar Monaten ein Freund meiner Familie, der Maler Max Liebermann. Ich saß noch nicht lange auf meinem Platz, als 2 große Männer über den Fahrdamm langsam auf mich zukamen. Sie waren nicht einfach groß, sie waren riesenhaft. Wie die Kyriatiden an den Eingängen der Gründerzeithäuser. Ihre mächtigen Körper waren von messingbeschlagenen Lederschürzen bedeckt. Ihresgleichen hatte ich schon öfters gesehen. Damals brachten noch 2 oder 4-spännige Wagen die Bierfässer in die Läden oder Gaststätten. Auf dem Bock der stattlichen, festlichen Wagen saßen die athletischen Männer, die die schweren oldenburgischen und belgischen Pferde lenkten. Die Tiere, ihren Meistern in Kraft und Würde ähnlich, waren stets schön geschmückt. Ihre Mähnen waren mit Bändern durchflochten, die Messingbeschläge an ihrem Geschirr blitzten. Die beiden Männer, die blond und rotgesichtig auf mich zuwandelten, wollten offenbar ihre Arbeitspause an diesem Platz verbringen. Sie hielten Bierflaschen und Pakete mit Frühstücksbroten und würdigten mich keines Blickes.
Schon wollte der eine sich auf die Nachbarbank niedersetzen, als der andere ihn mit einer Handbewegung zurückhielt. »Nein, Karl«, sagte er mit tiefer Stimme, die sich aus ihm erst hervorarbeiten musste und einem leisen Brüllen glich. »Nein, nicht hier. Dort ist unser Platz.« Und beide gingen weiter und ließen sich auf der Bank nieder, die die Aufschrift nur für Juden trug. Mit gemessenen Bewegungen begannen sie ernst ihre Mahlzeit, ohne ihre Umgebung zu beachten. Stumm bis auf gelegentliche einsilbige Bemerkungen, die sie einander mit undurchdringlicher Miene knurrend hinwarfen. Ich musste mich abwenden. Ich wusste, dass ich den beiden nichts sagen konnte. Aber nie würde ich die ungeschlachten Männer vergessen, ihre Müdigkeit, ihre Verachtung einer erbärmlichen Zeit gegenüber, ihren wortlosen Edelmut. Alleingelassen von ihresgleichen, boten sie dem Pöbel die Stirn. Heran, heran. Was hat er begonnen? Was will das sein? Du hoher Himmel, du zärtlicher Blick. Heran, heran. Zum letzten Mal. Ihr alle, du und du und du. Heran, heran. Was wiegen kann. Wisst ihr noch? Weißt du noch? Dass es nicht laut werde. Lasst es nicht zu. Leiser noch, leise. Dass uns niemand hört. Dass keiner uns stört. In tiefster Tiefe. Wir haben es gewusst. Komm. Es ist Zeit, sagt eine Stimme. Jetzt gehen wir schlafen. Be a nice boy, will you? Die hohe gläserne Tür rollt, die Stimmen treten zurück und noch einmal das Eingangsthema. Sie sind mit dem ersten Satz noch nicht zufrieden. Wie wunderbar rauscht der Flügel auf. Diese Musik passt nicht hierher. Ihre wilde, unstillbare Klage, die sich vergeblich hinter einem Salonton zu verbergen sucht. Warum auch diese Paraphrase auf eine berühmte Mazurka? Und selbst die Widmung, dem Andenken an einen großen Musiker, kann nicht verhehlen, worum es in Wahrheit geht. Und an Enns Hand trete ich in mein Zimmer. Da steht mein Bett. Ein treues Licht leuchtet. Gute Ruhe, gute Ruhe. Tu die Augen zu. Und der warme, langsame Regen, der aus dem gleichförmig unbewegten, hellgrauen Himmel auf die halbgeschlossenen Lider fällt, während ich fast verborgen unter der Decke liege. Die leeren Wiesen vor mir, über die ferne Dorfgeräusche klingen. Der Wind hat sich gelegt. Und der Wind steigt in die bewegungslosen Baumkronen über dem Getropf, dem Murmeln der Wasser, der Rinnsale, der Bäche, der Ströme. Wanderer, du Müder, du bist zu Haus. Das sind nicht die Wasser, dort hinter der Tür. Ihr seid es doch. Ist es möglich, so nah? Und ich habe es nicht gewusst. Und jetzt auch die Stimme von E, die mein Vater begleitet. Woget und wieget den Knaben mir ein. Und jetzt das blasse, rötlich geränderte Gefältel der Nelken auf den Beeten zwischen den Reihen der gestutzten Pappeln, während das Wasser über die aus dem Becken sich aufbäumenden Rosse strömt, die zur entlegen ragenden Festung hinaufstürmen. Um ihr graues Gestein lagert das Abendgewölk am grünlich-rosigen Himmel. Welch ein Glück, dass der Schlaf immer nebenan war. Dass man zu ihm flüchten,
sich in ihn retten konnte. Auch damals. Auch dort. Auch hier. Auch jetzt. Du anderes, ersehntes, du nahe Ferne, Himmel, der sich jetzt dunkler färbt und immer das wechselnde Gewölk, die Grenzen der Landschaft, die zurücktreten, ein Gewoge von vulkanischen Kuppen mit ihren Kastellen. Dahinter liegen die Pyrenäen, unsichtbar. Irgendwo im Norden die Kathedrale, die längst verhalten Kämpfe, Schatten, die über die Hügellehne wandern. Dass ihn dein Schatten nicht weckt. Aber im Hause herrschte Stille. Die fernen Glocken machten sie tiefer. Nur das Rascheln der Buchseiten war noch zu hören. Ein leiser Schritt im Gang. Vor den Fenstern wogte noch das grüne Licht der Kastanien. Da fiel schon der Schnee unaufhörlich in meinen Halbschlaf. Wer sang da leise neben mir? Was sang die Stimme? Was ward mir an der Wiege gesungen? Du süßer Amselaut, hinter Schneefall und Laubwerk formte sich eine Zeit, die immer die neue Zeit war. Verurteilend und verheißend. Immer die Schwelle zur niedergeschauten, endlich und unaufhaltsam nahenden Zukunft. Plötzlich stand die neue Zeit um mich. Ich war in ihr, vom Glück ausersehen, an ihr teilzuhaben. Ich hatte nichts von ihr gewusst, nichts geahnt. Jetzt umgab sie mich. Es war, als hätte ich nur auf sie gewartet. Hinter den Wäldern aus Stille hatte ich ihre Katarakte vernommen. Jetzt schoss ich dahin inmitten ihrer Strömungen und Untiefen. Ich hatte sie mir nicht aussuchen können. Es war ein augusteisches Zeitalter, das mich trug. Hinter ihm lagen die allmählich zerbröckelnden, verfallenden Republiken in ihrer vergangenen, strengen Schönheit. Vor ihm die Invasion der Barbaren. Sein statuarisch leerer Blick ging über die von ihm aufgehäuften Ruinen hinweg. 1000 Stimmen waren um mich. Sie schrien und hauchten. Sie lockten und warben. Sie versprachen und spotteten. Ich lauschte und antwortete. Es war gleichgültig, ob man mich vernahm. Die Sonne hatte den Zenit überschritten. Schmerzlos war das Alter gekommen. Ich hatte mich aus dem Schatten der Hecke erhoben. Immer noch höre ich den Gesang. Die Treu ist hier, sollst liegen bei mir. Ich müsste auf die Uhr sehen, ob es schon Zeit ist, nach Hause zu gehen. Da ist keine Uhr. Ich muss sie vergessen haben. Sie liegt irgendwo in meinem Zimmer. Und immer noch der leise Ruf. Heran, heran. Die Nacht kommt über die Berge. Nein, wir wollen nicht auseinandergehen. Lass uns noch das kleine Beethoven-Trio spielen. Nicht eines von den Großen, das Kleine, Opus 2. So viel Zeit haben wir noch. Ich liege ja schon im Bett. Ich bin aufgewacht und schaue durch das Fenstervereck nach oben. Der zweite Satz hebt an mit einer aufsteigenden Quarte, der eine aufsteigende Quinte folgt. Ein großer Augenaufschlag. Die Welt könnte gut sein. Und ihr könnt ertragen, was ihr tragt, ohne zu erblassen, ohne aufzuschreien. Dicimo mavi irutene volarem. Die Nacht. Die Nacht. Da ist sie wieder. Es Stimme. Der Blick aufwärts durch das Fenstervereck. Der Vollmond steigt. Der Nebel weicht. Die Nacht über den Wäldern. Über dem Meer, über den Bergen, das Schweigen, das das leere Gelärm überwächst und das Machtvolle, das unaufhaltsame Wiegen und der Blick aufwärts, der sich nicht mehr abwendet und der Himmel da oben,
Wie ist er so weit? Der Baum. Etwa in der Mitte zwischen nördlichem Meer und südlichem Gebirge liegt das Land, das ich meine, von dem ich rede. Der Teil eines Landes, der mir im Sinn liegt. Ich bin nicht dort geboren, nur ganz in seiner Nähe. Mein Geburtsort und jenes naheliegende Gebiet ist, wenn man auf eine Karte von Europa blickt, ein Stück des eigentlichen Mitteleuropa. Aber dieser Begriff ist gegenwärtig fast ohne Bedeutung, da so viele sich als Mitteleuropäer bezeichnen, die es nicht sind. Obwohl es nicht im Mindesten schimpflich ist, aus Ost- oder Südeuropa zu stammen. Die Gegend, an die ich denke, hat nichts Ungewöhnliches an sich. In der Landschaft finden sich weder pathetische noch heroische noch tragische Elemente. Sie wird von Hügeln geprägt, sanft geschwungen, an die sich Dörfer lehnen. Es gibt hier noch ausgedehnte Wälder, die zum Teil, wie könnte es anders sein, nicht mehr gesund sind. Wenn auch die Natur hartnäckig, blind und erschütternd um ihr Weiterdauern kämpft. Die kleinen und mittleren Städte beherrschen die Landschaft nicht, sie fügen sich in sie ein. Und wenn ich diese Landschaft mit einem Wort bezeichnen sollte, stellte sich immer dieses eine ein, das ich Ausländern so oft und wie oft vergeblich zu erklären suchte, weil andere Sprachen, soweit sie mir bekannt sind, keine Entsprechung für dieses Wort haben. Und dieses Wort lautet Hold. Dieses Land hier ist Hold. Ein holdes Land wartet auf einen, wenn man fern ist. Über ihm liegt ein blassblauer Himmel, schüchtern, schweigsam, wenn man will, seelenvoll. Manchmal sage ich mir, dass ich undankbar bin, wenn ich an die Gegenden denke, die ich gesehen und über die ich doch kein Wort verloren habe. Nur dieses kleine, von keinem Lärm gestörte, in sich selbst versunkene Zuhause ist geblieben. Unterhalb der Burg überblickt man das Gebiet, in dem Wälder die Hügel hinabschäumen. Ein Bild liegt vor mir. Über die sich verdunkelnden Wiesen fällt ein zerrissenes Licht aus zerrissenem Gewölk. Ein Gewitter ist vorbeigezogen und vor einem sitzt ein Mann. Allein auf einer Bank unter dem riesigen, dem ungeheuren Baum der Moosbacher Linde. Der Mann wendet einem den Rücken zu. Er träumt. Über ihm träumt der Baum. Hier findest du deine Ruhe. Ja, hier. Wiebke Frost, Andreas Keller. Im Drehbuch dieser Veranstaltung steht, André Hermelin und Sohn spielen Lieder, die Stefan Hermelin mochte. David Hermelin wird in diesem Sommer 15 Jahre alt. Mit 3 Jahren begann er am Schlagzeug zu arbeiten. Mit 4 Jahren zum ersten Mal aufgetreten mit dem Herrn Papa, so sagen es die Annalen. Sie nicken, also Wikipedia hat recht. 2005 entdeckte er seine Liebe zum Stepptanz. Mehr will ich jetzt nicht sagen. Wer das Orchester von Herrn Hermelin kennt, weiß, dass dieser Mann auch ein begnadeter Entertainer und Ansager ist. Der Herr Papa sagt den Sohn an, und was es mit den Lieblingsliedern des Vaters, Ihres Vaters, des Großvaters auf sich hat. Bitte, Sie haben das fast letzte Wort. Ja, jetzt stehe ich doch mal auf und nehme dieses unwürdige moderne Mikrofon in die Hand, das eigentlich gar nicht zu uns passt. Herr Eichhorn hat noch 2, 3 Dinge natürlich nicht sagen wollen, die ich hinzufügen kann. Mein Sohn spielt tatsächlich Schlagzeug und er stabt, er spielt aber auch Klavier. Er ist am Friedrichstadtpalast in einer neuen Show eine Hauptrolle. Er singt, er schreibt seine eigenen Songs. Mit anderen Worten, er ist wesentlich begabter als sein Vater.
Und in dem Programmheft, das, oder dem Plakat, was ich hier gesehen habe, das übrigens recht schön geworden ist, steht, und auch in der Annonce stand, 4 Lieder für Stefan Hermlin. Es sind aber nur 2. Und es sind auch nicht mehr als 2, das sage ich gleich voran. Es sind nur 2. Aber von diesen Liedern weiß ich ganz bestimmt, dass mein Vater sie sehr gemocht hat. Das erste Lied ist ein Song von Jerome Kern, einem großartigen amerikanischen Songwriter, der leider sehr jung gestorben ist, 1945. Es ist eine der schönsten Balladen, die er geschrieben hat. Und es ist nicht so, dass wir nur zu zweit sind, sondern es gibt auch die Musiker meiner Band, einige, die heute hier sind. Das ist am Tenorsaxophon Raimund Merkel. An der Trompete Jörg von Nolting. Habe ich da Trompete gesagt? Das ist ein Kornett. Ja, das ist furchtbar. Instrumentenkunde nicht aufgepasst. Und ja, das Mitgründungsmitglied dieser Band, in wenigen Tagen jetzt sich unser Kennenlerntag zum 30. Mal. Kennengelernt haben wir uns unter höchst erfreulichen Umständen, nämlich bei der Nationalen Volksarmee in Strausberg. Er saß dort immer am anderen Ende des Flures, auf einem kleinen Schemel mit der Gitarre in der Hand, leicht angetrunken, und sang lauthals Wolf-Biermann-Lieder. Das war nicht wirklich populär bei der Nationalen Volksarmee und damals sang Herr Biermann auch noch nicht im Reichstag. Gott sei Dank hat er das Instrument gewechselt, also nicht Biermann, sondern das Gründungsmitglied unseres Orchesters. Es gibt kaum einen anderen, der so sehr nach Gene Krupa klingt wie er, am Schlagzeug Michael Wirth. So, und nun ist es soweit. David Hermlin singt Smoke Gets in Your Eyes. Viel schöneres Mikrofon, oder? Ein Amperite aus Amerika von 1938. Ich habe mit meinem Vater
durchaus öfter über Musik gesprochen, vor allen Dingen, wie ich gesagt habe, oft Musik gehört. Über Jazz haben wir nicht so oft gesprochen, aber ich erinnere mich, da war ich auch schon bestimmt 16, 17 oder so, und ich saß am Flügel bei uns und mein Vater kam aus seinem Arbeitszimmer plötzlich heraus und sang ganz laut, Heaven, I'm in Heaven. Ich war ziemlich fasziniert und dachte, man könnte ihn ja vielleicht mal engagieren später, wenn ich da mal eine Band haben würde. Und ich fragte ihn natürlich und er sagte, na, ich habe doch die ganzen Astaire-Filme gesehen. Die ganzen Astaire-Filme in Paris. Und hier ist ein Song, den Fred Astaire gesungen hat. Und zwar der gleiche, den auch mein Vater gesungen hat und den er sehr mochte. Und damit verabschieden wir uns zumindest. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie gekommen sind. Ich habe mich unglaublich darüber gefreut. Mein Vater, glaube ich, hätte sich auch sehr darüber gefreut. Vielleicht hat er sich ja sogar darüber gefreut. Und hier ist David Hermlin und die Swing Dance Band mit Cheek to Cheek. Na ja. Heaven, I'm in heaven. And my heart is so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we are together dancing cheek to cheek. Heaven, yes, I'm in heaven. And the cares that hang around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. Where we are together, dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak. And it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek. But I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you. Charm about you with carrying me through heaven. Oh, I'm in heaven. And my heart is so that I can hardly speak. And I seek to find the happiness I seek. When we are together dancing cheek to cheek. David Hermlin, meine Damen und Herren, ich bin ganz freundlich. Ich danke Ihnen vielmals. Danke schön. Guten Abend wünsche ich. Danke.